So, Gatling Gun Action ist vorbei. Ihn zurück. Hallo! Juch! Jo, Mann, die Damage. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Egal, wann ihr zuguckt, wir sind wieder zurück. Es ist endlich Wochenende. Gesättigt und betrunken, wollte ich schon fast sagen. Nein, natürlich nicht betrunken. Genug getrunken. Sehr bereit für ein neues Spiel, Palworld. Wie der Titel es bereits schon sagt, Ark trifft Pokémon und Amerika und Waffen. Und man kann seine eigene Pokémon essen. What the fuck? Dass wir einen etwas entspannteren Start in das Ganze haben. Deswegen habe ich mir ein bisschen was dazu angeschaut. Nicht zu viel. Ich habe jetzt ein bisschen in die Streams reingelot vorhin. Von den anderen Leuten. Alle sehr, sehr weit. Anscheinend spielen sie schon den ganzen Tag. Ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist. Heute irgendwann im Laufe des Tages. Ich glaube mittags. Außerhalb der EU, lasst mich lügen, Amerika glaube ich sogar schon vor ein paar Tagen. Gestern auf jeden Fall, irgend sowas. Aber lange Rede, gar keinen Sinn, wie immer. Wir spielen rein ins Game. Komplett neues Erlebnis. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich gar kein Fan von so einem Survival-Genre mit Bauen und keine Ahnung was. Aber einfach die Tatsache, dass man hier Pokémon sammeln kann, die für einen arbeiten lassen kann. Und wir sollen den Survival-Guide abchecken. Und die erste Quest. Wie ihr seht, oben rechts haben wir einen Haufen Tutorial-Quests, die wir erstmal machen werden. Schon Level 2. Ja, Faden verloren. Tutorial-Quests, die wir jetzt erstmal machen, um uns einen kleinen Start zu sichern. Die Frage ist so ein bisschen, wo bauen wir unsere Base? Ich will auf jeden Fall viel Platz, viele Ressourcen außenrum haben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal an einen bisschen cooleren Spot. Und schauen uns das Ganze an. Das Spiel sieht super hübsch aus. Für eine Alpha läuft es auch recht flüssig und das sieht doch gut aus. So. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Working Station. Und wie ihr schon seht, man muss die Taste gedrückt halten, um tatsächlich zu craften. Hat den Sinn, die Pokémon, die man später fängt, machen das für einen. Und dann kann man ein bisschen da drumrum bauen. Was wir jetzt aber erstmal brauchen, sind Materialien. Ich möchte nämlich eine Axt und eine Spitzhacke. Das ist so der erste, was wir brauchen. Ich hoffe, ich finde noch schön und dadurch, dass wir keine Level haben, ist die erste Problematik Stamina. Das heißt, das werden wir auch ein bisschen priorisieren. Fürs erste upgraden. Und, wir haben schon Pokéball. Sehr cool. Chicken brauchen wir nicht. Dilemma machen Arbeit, was wir nämlich jetzt brauchen. Die andere Problematik nämlich Arklast. Und jedes Pokémon, das zeige ich euch gleich,
Also, dann gibt's einen vorn Latz. Blech. So, hier ist Pokémon, was man fängt. Hat. Das ist erstmal fast tot. Hat gewisse Eigenschaften. Das heißt, in eure Basis, wenn ihr es für euch arbeiten lasst, er kann quasi mitbauen. Das, wo ihr die F-Taste gedrückt halten müsst, er kann sammeln, er kann Erz abbauen und er kann Sachen transportieren. Das wird später nochmal wichtig. Die Pokémon haben aber auch eine Passive, die euch was bringt. Das heißt, solange das Pokémon in eurem Team ist und 5 Stück könnt ihr gleichzeitig im Team haben, gibt es euch eine gewisse passive Fähigkeit nochmal mit dazu. Und das hier erhöht eure Traglast. Das heißt, während wir jetzt quasi eigentlich nur 300 haben, kriegen wir durch das Pokémon quasi nochmal 50 mit dazu. Was uns jetzt ein bisschen erlaubt, erstmal Stamina zu pushen. Und ich glaube, hiermit haben wir auf jeden Fall genug Materialien, um Axt und Spitzhacke zu bauen. Ja. Am Anfang muss man schon sagen, die sehen so cute aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen, die Pokémon anzugreifen. Aber wenn man dann sieht, wie glücklich sie sind, für einen zu arbeiten, plus was man alles für die herstellen kann, ist das auf jeden Fall auf alle Fälle wert. So. Haben wir das schon mal? Wir haben im Reich der Technologie können wir uns quasi, also wir haben Stat-Punkte, die wir verteilen können. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein Pokédeck. Bälle, um die Pokémon zu fangen. Dann wollen wir nicht erfrieren. Plus wir müssen was kochen. Wir brauchen Storage. Die Basis für unser Bett. Und ein Bett für unsere Pokémon. Und wir müssen unsere Sachen auch irgendwo reparieren. So, das sind die ersten Dinge, die wir brauchen. Denzel, servus. Was ist denn los? Warum? Das lange Gesicht, mein Freund. So. Wir bauen uns... Also, ihr werdet in anderen Streams dicke Häuser sehen. Und eins mit Fenster. Ja. Richtige... Wooden Roof. Richtige, richtige Fleißarbeit. Das Einzige, was ihr braucht, ein Fundament, eine Wand, die die Decke hält. Und ein bisschen Materialien brauchen wir jetzt noch fürs Bett. Sobald wir das Bett drinnen haben. sind wir schon mal good to go. Mehr brauchen wir nicht. Was sehe ich denn hier? Du siehst Palworld, mein Freund. Als Kind haben wir doch alle Pokémon geguckt, gespielt, gesammelt. Das kannst du auch in From the Liberty machen. Das stimmt, das stimmt. Die Bäume sind nur ein bisschen kleiner. Ich kann dort aber keine Pokémon fangen. Das ist das Einzige. Nee, also From the Liberty bleibt weiterhin. Ich habe mir tatsächlich mit meinem Kumpel einen neuen Charakter gemacht. Wir haben uns eine eigene Gilde gemacht. Nochmal zusätzlich zu dem anderen. Und morgen gibt es dann auf jeden Fall mehr Throne and Liberty Content. Aber heute werden wir ein bisschen durchziehen. Weil wir müssen aufholen. Ich musste arbeiten. Bis 5. Und während die ganzen anderen arbeitslosen Streamer jetzt schon Level 18 sind und vorgeschafft haben, was haben wir? Eine Wand, ein Boden und eine Decke. Aber das kriegen wir hin. So. Das ist erstmal unser Schlafgemach. Will ich für dich hoffen und drück die Augen zu. Ja, aber Mensch, schau. Kannst ja heute an meiner Stelle einfach übernehmen und streams einfach
Ronin Liberty. Wie weit bist du jetzt? Gab's ein paar dicke Upgrades? Bist du jetzt schon mit irgendwelchen Sachen auf Lila? Und für diejenigen, die tatsächlich wegen Palworld hier sind. Das Bett brauchen wir, damit wir die Nächte überspringen können. Solange wir nämlich noch keine Kleidung tragen und kein Lagerfeuer haben, wird's ein bisschen kalt bei uns sein. Schau ich mal, habe ich Lagerfeuer habe ich gelernt. Geht, oder? Easy. Schön neben den Beinen, neben den Füßen, dann bleibt es auch einem warm. Hab lila Waffenkiste bekommen im 50er Dungeon. Ja, GZ, GZ. Auch eine gescheite. Kannst du die Waffe aussuchen oder ist die random dann, die da rauskommt? So. Dann. Wir müssen hier jetzt mal ein bisschen abbauen. Wir brauchen nämlich Kisten. Wir brauchen auf jeden Fall Platz, um unsere ganzen Mats, die wir hier kriegen, auch irgendwo zu verstauen. Kleiner Tipp, schon am Anfang an. Wenn eure Stamina nach unten geht, solange sie nicht komplett aufgebraucht ist, lädt sie sich schneller wieder auf. Hoppala. Wenn ihr sie nämlich komplett abschöpft, wird's ein bisschen kritisch. Dann dauert es einfach eine deutlich, deutlich längere Zeit. So. Den Tipp hast du nur von Google? Nee. Ich habe tatsächlich ein bisschen reingeschnuppert, weil ein Kumpel von mir hat etwas früher angefangen. Und da konnte ich mir einiges anschauen. Was auch geil ist, Quality of Life. Das heißt, da wo wir unsere Workbench haben, wo wir unser Zeug haben, wo wir jetzt gleich unser Pokédeck uns aufbauen, das wird unsere Basis sein. Genau, jetzt brauche ich aber das, das und das. So, was ich sagen wollte. Overlapping with other objects. Nein, sag mir nicht. Oh mein Gott, sag mir, wenn wir jetzt verkackt haben, ne? Mit was für Objekten überlappt das denn? Warum kann ich es nicht hier unten aufbauen? Ah. Never fucking mind. Warte, warte. Ich wollte nämlich nicht zu viel Platz verschwenden. Warum? Okay. Was ich sagen wollte. Wenn man das Pokédeck aufbaut, wird alles drumherum in einem bestimmten Radius wird quasi eure Base. So. Man sieht es jetzt noch nicht, aber wenn wir irgendwo mal rauslaufen, wird quasi so ein leichter Schimmer sein. Und ich habe, glaube ich, die Kiste falsch hingestellt. Auf jeden Fall. Alles, was man jetzt in die Kiste packt, an Mats, wenn man danach bauen will, ich brauche es nicht in meinem Inventar haben. Beispiel. Hier. Dann nimmt sich es direkt aus der Kiste. Dieser Kumpel, der kein Throne of Liberty spielen will? Nee, tatsächlich nicht, sondern der Kumpel, mit dem ich jetzt die letzten Tage ein bisschen Throne of Liberty gezockt habe. Oder was ist das letzten Tage? Ich glaube, gestern? Gestern? Vorgestern? Lass mich lügen, ich weiß es nicht. Und mit dem habe ich nämlich zusammen die neue Gilde gemacht. Wir sind auch der Gilde, wenn ihr irgendwelche Twinks habt, also diejenigen, die gerade zugucken und Throne of Liberty spielen. Wenn ihr Twinks habt, die Gilde heißt 1 Ul Gone, also für diejenigen, die Overlord geschaut haben. Daher kommt der Name. Ihr könnt der einfach beitreten. Ist auf As. Kannst du mir vielleicht helfen? Wie heißt denn der neue Server nach dem Merge? As, Asto, Asto, irgendwas. Ich hab's nämlich vergessen. Auf jeden Fall
der Gilde könnt ihr einfach beitreten. Ist Level 3 oder 4 jetzt schon. Und gibt keine Voraussetzungen. Wird eine reine PvE-Gilde sein. Man kann chillen. Wenn wir genug Leute sind, die Bock auf PvP haben, können wir das machen. Falls nicht, dann nicht. Also super, super entspannt. So. Das ist eine PAL-Box. Und jetzt können wir nämlich, was wir mit dem Pokédex machen können, ist nicht nur einen Haufen Pokémon zu langen, weil wir haben 16 Reiter, sondern die können ja auch hier Sachen machen. Abbauen, uns unterstützen oder sonstiges. Können wir einfach platzieren. Und die arbeiten jetzt quasi in unserer Base. So. Damit die aber auch einen Schlafplatz haben, ist jetzt nur die Frage, habe ich genug Holz? Lassen wir die mit auf den Brettern schlafen? Ich glaube fast ja. Will denen auch eine eigene Schlafbase bauen. So. Machen wir mal kurz hier. Dann habe ich ein bisschen Platz. Und das ist es. So, er hämmert jetzt zwar auf meinem Schenkel rum. Auf meiner Wade. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Perfekt. Und er ist happy. So, ein glücklicher Arbeiter. Wir brauchen erstmal ein bisschen Nahrung. You just level up. Open your inventory to strengthen your stats. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Stamina. Und Pokebälle. Mit dem blauen Erz, auch wenn man normale Steine aufbaut, kriegt man quasi Palladium. Damit kann man sich Pokebälle herstellen. Aber das blaue Erz ist natürlich etwas effizienter. Ich glaube immer pro Komplettabbau 5 Stück. Ja, und das ist der Schimmer, den ich meinte. So, das heißt alles da drumherum und komplett hier. Weiß nicht, wie schlau es war, die Base nicht weiter rein zu machen. Aber ich meine, an sich ist ja egal. Dann haben wir halt ein bisschen Wasser bei uns. Ja. Cooler in dem Spiel ist, man kann sich ein komplett eigenes Ökosystem aufbauen. Ist dadurch, dass die Pokémon auch selber arbeiten, kann man sich bestimmte fangen, die Sachen an, also Essen anbauen, sich darum kümmern. Welche, die ganzen Materialien, die hergestellt werden, transportieren. Ja, und das wird jetzt unser Primärziel sein am Anfang. Ich weiß nur nicht genau, was für Mats ich brauche für die Pokebälle. Schauen wir mal gleich. Wir brauchen Holz und Steine. Ja, schaut's euch an, wie fleißig der ist. Aber im Großen und Ganzen, wer die klassischen Survival Games kennt, das sammeln wir mal schön auf für den jungen Mann. Ark, Rust, will ich es mit Valheim noch ein bisschen vergleichen. Ich finde, Ark trifft so am meisten, weil man da auch Monster quasi fangen konnte. Das trifft es, finde ich, wirklich ganz, ganz gut. Nehmen wir die mal mit. So, einzige, manchmal mal auch rein. So, wir müssen 5 Lämmer fangen. Falsche Station. So, normalerweise müsste er jetzt. Jawohl, da kommt er.
Babako, moin! Der neue Landwirtschaftssimulator 24. Fast Landwirtschaftssimulator gemischt mit Pokémon. Genau. Ja, Jungs, keine Sorge, keine Sorge. Morgen geht's in alter Frische mit Throne and Liberty weiter. Aber ich sag's euch, am Anfang sieht's vielleicht noch nicht so ganz geil aus. Gebt dem Spiel ein bisschen. Es ist schon geil. Also es hat einen gewissen Charme. Fuck. Wir kloppen hier auf unschuldige Lämmer. So, ein paar von denen brauchen wir auf jeden Fall wegen der Traglast. Das sind echt verdammt gute Arbeiter. Ja. Arc Light will ich so nennen. Ich weiß nämlich nicht, ob's. Weil, wenn du. Dadurch, dass du später. Also, ihr werdet sehen. Ihr könnt wie in Arc. Die Dinger, die ihr fangt, könnt ihr auch reiten. Ihr könnt mit denen fliegen. Es gibt Upgrades. Ihr könnt. What the? Da könnt ihr manche von den Pokémon auch tatsächlich als Waffen hernehmen. Und stellt euch quasi immer krassere Waffen her. Plus, ihr könnt eure Pokémon zum Beispiel mit Sturmgewehren, Raketenwerfern ausrüsten. Also das ist schon... Ich muss sagen, das ist schon eine wilde Sache. Ja. Voilà, kommst zurück. So, die Quest ist fertig. Genau, ich wollte noch... Hühner, Hühner legen uns auf jeden Fall Eier. War nicht mal so schlecht, dass wir vielleicht ein paar mitnehmen. Also erstmal einem auf den Latz. Pinken den Elch hier hinten, falls ihr den seht. Den können wir auf jeden Fall reiten. Hat einen gewissen Charme, verprügelt süßer Lämmchen in... Gute ist, ihr werdet sehen. Also, vor allem wir töten sie ja nicht, sondern wir schlagen sie nur bewusstlos. Entführen sie und lassen sie für uns arbeiten. Aber wir bauen denen später einen Pool. Wir haben Essen. Es sind mehr oder weniger Sklaven, ja. Aber wenn sie dann bei uns sind, machen sie es am Ende freiwillig. Also, ihr müsst euch da gar keine Gedanken machen. Das ist schon alles, hat schon alles Hand und Fuß, was wir hier machen. Sehr interessant, jetzt Hühner verprügeln. Kann man nicht mehr mitsehen. Hört sich an wie unsere Regierung. Also eigentlich kennen wir das Ganze schon. Und ihr werdet sehen. Ich meine, manchmal muss man jemanden zwingen, Teil einer Community zu sein. Ja. Das ist wie zum Beispiel der Stream hier. So. Habt ihr wirklich Bock, freiwillig hier zu sein? Oder ist es irgendein innerer Zwang? Ausgelöst durch weiß der Geier was. Wir können gleich schlafen. Chicken. Holen wir wieder unsere Keule erstmal raus. So, schweigen. Der Lämmer. Zack. Wenn sie schlafen. Und es nicht wissen. Bam! Ein von Latz. Ja. Easy. So. Komm. Ihr verarscht mich doch nicht wegen den. Okay. Dachte schon. Hier. Der ist zum Beispiel glücklich. Draußen in der Wildnis hätte er keinen Schlafplatz. Also. Ich sag's euch.
So, die hier packen wir erstmal rein. Oh, ich habe echt viele Lämmer mitgenommen. Die nehmen wir mit. Und das ist zum Beispiel jedes Pokémon hat gewisse Eigenschaften und das Coole ist, oh shit. Ja, wir sind gerade am Frieren, weil wir nackt sind. Einmal kurz ein Nap. Das Coole ist nämlich mit der Baseballkeule überreden. Ja, vor allem, das ist jetzt nur eine normale Keule. Es gibt tatsächlich später noch einen Baseballschläger. Den holen wir uns auch. Hier. Morgen. Er ist fleißig am Arbeiten. Ich brauche auf jeden Fall einen Futtertrog für ihn. Dass er auch essen kann, weil aktuell arbeitet er komplett auf Hungerbasis. Und wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Wir haben einen Haufen Wolle. Essen ist auch okay. Und hier mal Lammragu. Asgard, Servus. Solo-Play oder Server am Start? Nee, ist gerade Solo-Play. Hier können... So. Und damit es auch... damit wir nicht mehr mit unseren nackten Nippeln hier draußen rumlaufen. Ja, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ziehen wir uns jetzt gleich mal was an. Papier. Wir können gleich weiter craften. Hallo. Überlegt direkt einen Server zu hosten. Ja, ich glaube, du kannst bis zu 30 Leute dann draufpacken. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen meine Ruhe ein bisschen erkunden. Wir haben schon mal... So. Sehen wir nicht fresh aus? Hier. Unser Argumentationswerkzeug. Das neue Arbeiter. In unser Camp kommen. So. Jetzt müssen wir hier... Base Upgrade. Ja, wir können schon das nächste machen. Geil. So, Feedbox. Drop all bed. Haben wir. Und Asgard, wie schaut es bei dir aus? Hast du es dir jetzt schon geholt? Oder... Also fängst bald schon an. So. Dann. Können wir hier hinten... Das... das ist sehr nice. Das ist doch sehr, sehr nice. Dann werden... Wird das nämlich der Schlafplatz von denen? Brauchen die ein Dach? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal. Shit. Uns fehlt schon wieder Holz. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Necken uns ein paar Beeren rein. Und das Gute ist nämlich, der Kumpel, der es schon angezockt hat, die Base ist da oben. Deswegen habe ich mir hier unten hingesetzt, weil wenn ihr die ganzen Ressourcen um euch herum habt, von die spawnen ja auch nach, dann habt ihr einfach nicht so weit zu laufen. Das macht das Ganze tatsächlich ein bisschen entspannter. Ich glaube, das machen wir auf 150. So. Was wir nachher auch brauchen, sind so braune Pokémon. Ich habe vergessen, wie heißt es. Die erlauben es uns nämlich, schneller Holz abzubauen. Macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Und wir cheaten jetzt ein bisschen. Dadurch, dass wir die Finken dabei haben, haben wir fast doppelte Tragfähigkeit. Und können jetzt erstmal quasi die Stats ein bisschen anderweitig verteilen. Sachen müssen wir auch reparieren. Das heißt für uns, wir brauchen... Ich weiß gar nicht, ob ich die gelernt habe. Ja. Wir brauchen nämlich so eine Bench.
Kann man nicht einfach... Nee, das nicht. Ist er einfach am Baden. Seht ihr das? Cool, wird sein, wenn wir später den... Der faule Hund. Komm ran, arbeiten. Was das Geile ist, wenn man später den Pool aufgebaut hat, machen die tatsächlich, steht da, wo jetzt rechts steht, quasi in good condition, dass sie einfach eine Pause machen und dann chillen die einfach in dem Whirlpool und so ein bisschen am Planschen. Haben jetzt einen 10-Slot-Server geholt, falls zeitnah Bock hast, noch einrichten und dann Abfahrt. Ah ja, chillig, chillig. Ich werde wahrscheinlich die Tage noch weiter zocken. Dann kann ich da auch mal bei dir reinspringen. Wie ist denn das eigentlich? Muss irgendwer quasi dann immer on sein oder ist es egal? Weil es ein offener Server ist, kann man da, also auch wenn du jetzt als Server-Host quasi nicht da bist, kannst dann trotzdem... Ey, ich glaube, ich habe verkackt, dass ich die hier hingetan habe, ne? So. Die können wir... Brauchen wir Pokéwelle. Und... Als erstes bauen wir aber mehr Betten. Warum... Warte mal. Mach mal einmal... Das? Ich. Arsch. Warum kann ich hier dazwischen kennen? Na, okay, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen kacke. Das geht nicht? Ja, es sieht mir ein bisschen nach Platzverschwendung aus, aber... Schön gemacht. So, während er jetzt die anderen Betten macht, teilen wir noch Arbeiter-Pokémon hinzu. So, die Schafe werkeln nämlich auch ganz gut. So, dann können sie das mit den Betten schon mal machen. Du kannst hier jetzt zocken, sind halt Server, deswegen habe ich gleich einen geholt. Aber wie meinst du auch geholt? Musste da. Kann ich mir das vorstellen? Reservierst du da irgendwas? Oder. Bezahlen tust du ja hoffentlich jetzt nichts dafür. Mensch, das habt ihr toll gemacht, Jungs. Ach, du musst ja tatsächlich einen kaufen. Okay. Wunderbar habt ihr das gemacht. So, ich glaube, die zwei Kisten reichen am Anfang erstmal aus. Dann kann ich mal gucken. Ich habe Futtertrug hier. Ja, easy. Schaut. Das ist doch. Kommt mal zusammen drauf. Mal schneller. Hopp. So, Feedbox. Hau ich Ihnen das hier kurz mal rein. Dann hier sind Steine. Das ist ein... Ja. Habe ich ein bisschen verkackt, ne? Wir machen es so. Mach mal in die ein bisschen schwer zugänglich ist. Machen wir dann Sachen rein wie das hier. Dann ist das Bild. Monatlich 11 Euro. Ja, okay. Das geht ja eigentlich. Geht ja echt voll fit. Ja. Mensch, gut hast du es gemacht. Jetzt schleich dich. So.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Pokémon. Build up your base auf 7. Und dann müssen wir einen Boss bekämpfen. Das mit dem Boss wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, Berry Plantation. Und deploy a work pal to the base. Das ist ja gar kein Thema. Wir nehmen mal. Der ist Level 6. Nehmen wir ihn jetzt nochmal mit. Dann brauchen wir eine Ranch. Das ist ja ganz gut. Und eine Plantage. Brauchen einen Haufen Holz, Haufen Steine. Das heißt, was wir jetzt noch machen, ist 3 von den Pokémon hier zu fangen. Wo ist unser Überzeugungs... Das ist einfach unser Meinungsverstärker. Den wir da dabei haben. Komm her. Vertrau mir, wir sind eine wunderbare Familie. Joine uns. Hallo. Es ist viel besser. Du kriegst einen Schlafplatz. Komm her. Es ist super bei uns. Vertrau mir. Wir haben uns alle wirklich... Ich habe ihn fast getötet. Wir haben uns alle lieb. So, was macht die Party? Das war knapp. Ja, miau, Alter. Wir brauchen noch einen. Einer noch. So. Geil. Mit 5 nämlich haben wir jetzt super viel Traglast. Ich werde aber definitiv noch... ich muss schauen, ob ich die Pokewelle dazu habe. Aber also auf jeden Fall nochmal 3 fangen. Weil, wenn man diese... ja, ich will es jetzt nicht Sidequest nennen. Aber diese Challenge da erfüllt hat, was ich gesehen habe, ich habe jetzt einen 7 von... Komm her. So. Neues Mitglied der Familie. Die greifen, ich verspreche euch, vor allem die ein bisschen stärkeren, die greifen einen auch an, wenn man die bekämpft. Es gibt auch ein bisschen aggressivere, die auch sehr, sehr stark sind. Das Problem ist, die ersten hier sehen halt sehr, sehr süß aus. Heben ihre Hände ja, und schreien. Das ist schon leider... aber dient ja alles in einem guten Zweck. So, wir kümmern uns erstmal ums Holz. Und dann machen wir uns an die Steine. Aber wie jedes andere Survival Game, wo es ein bisschen ums Craften geht, ums Bauen, Fortschritt machen. Ihr müsst halt grinden. Ein bisschen anderer Grind als in einem MMO. Von einem Liberty Spieler, wenn es versteht. Nichtsdestotrotz ein Grind. Aber zahlt sich aus. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr cool ist, wir haben... Warum bin ich so weit nach unten gelaufen? Ich glaube, wegen dem Pokémon. Was wir nämlich haben, ist... jedes Pokémon hat gewisse Eigenschaften oder Eigenarten, wie ich es mal nenne. So... Wie zum Beispiel hier, ihr seht rechts unten das Gelbe. Also er ist ein... seine Attacken sind schwächer, weil er ein Feigling ist. Aber hier, weil er ernsthaft ist, ist seine Arbeitsgeschwindigkeit stärker. So. Und je nachdem, wir schmeißen die hier mal... Ah, shit. Ja. Meine Traglast, ich muss erstmal mein Holz... in die Kiste packen. So,
Ja. Die bauen mir sogar Palladium ab. Was? Ey, das sind MVPs. Ja. Wir schmeißen die hier mal kurz rein. Sortieren wir. So. Feigling. Feigling. Also irgendwie sind die alle Feiglinge. So. Burly Body. Auf Stufe 3. Okay. Verteidigung bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und Attacke. Zen Mind. Neutral Attacks. Das bringt mir auch nicht viel. Und der Hooligan. Okay, 15 Attacke. Hier kriegt er 10 Minus Attacke. Das ist auch ein bisschen kacke. So, und anhand von dem kann man ein bisschen gucken. Was haben die denn? Und ich werde auf jeden Fall den Antennenlover. Auf jeden Fall den hier, der ernsthaft ist, mit ihm austauschen. Weil er eben 20% mehr Arbeitsgeschwindigkeit hat. Und die anderen kann ich, das ist ja an sich relativ wurscht, nimm mal den, den, den und den. Habe jetzt auch extra die mit einem niedrigeren Level genommen, weil wir wie kann man das nicht cool finden? Bitte. Sag's mir. Auf jeden Fall. Tragen die. Sind die hier am Hasseln. Tragen ein bisschen was ins Lager. So. Jetzt passen. Wir werden. Irgendwann muss ich auch ein bisschen meine HP hochmachen, weil für die etwas stärkeren Pokémon ist das etwas gefährlich. Weil ansonsten one-shotten die uns immer. Aber jetzt am Anfang brauche ich ein bisschen Traglast. Essen haben die. Und Betten habe ich mehr als ich brauche. Das ist schon mal ganz gut. Und weil es hier in der Nähe ist, bauen wir jetzt mal die Steine ab. Das hat auch was. Hätte ich jetzt die Base etwas mehr mittig gebaut, wären halt die ganzen Bäume und die Steine wären halt drinnen gewesen. Und solange die Pokémon diese Attribute haben, dass sie zum Beispiel Bäume abbauen, dass sie Steine abbauen, würden die das halt einfach machen. Keiner von denen kann gerade Bäume abbauen, deswegen steht der Baum auch noch da. Und ich hoffe mal, wenn das Erz hier quasi weg ist, dass es auch gleich in der Base nachspawnt. Das wäre ganz, ganz chillig. Kev ist nachher auch dabei. Sehr, sehr schön. Und hier, Chat. Weil vorhin jemand gesagt hat, der Freund, der von Liberty nicht spielt, das ist der. Der kommt dann auch nochmal nach. Carsten, wir könnten uns überlegen, also entweder wir bleiben auf dem Speicherstand, den du hast, aber ich glaube, da musst du quasi immer hosten, damit wir überhaupt rein können. Oder Asgard hat sich einen 10-Mann-Server geholt. Server wäre online, IP findest du in meinem DC. Dann könnten wir auch auf seinen 10-Mann-Server reingehen. Können wir uns ja einfach mal überlegen. Weil ich würde sagen, vor allem wenn wir privat zocken oder so, spielen wir eh immer gemeinsam. Bei Bedarf erhöhe ich auf 32. Ja, guckst halt auch einfach mal, wie viele Leute erstmal reinkommen, ne? Hast ja auch dann wahrscheinlich selber aus deinem eigenen Stream irgendwelche, die vielleicht joinen wollen oder so. Genau, genau. Und was ich jetzt sagen muss, es sieht ein bisschen, es hat schon vom Stil her ein bisschen was vom Palia. Wobei ich sagen muss, dass mir optisch das hier ein bisschen besser gefällt, weil es, jetzt nicht von den Charakteren, aber so von der Umgebung ist es ein Ticken mehr in die Realismus Richtung. Plus du hast noch den Aspekt, dass du halt tatsächlich Pokémon fangen kannst und mit denen aktiv auch was machen kannst und so. Also das ist schon ganz, ganz cool. Ja, wir müssen unsere Equipment erstmal wieder reparieren.
geil ist halt auch, dass es echt sehr, sehr weit stackt. Das ist schon mal super. Hasten, was meinst du, reicht ein Futtertrog aus? Hatten wir bei dir vorhin mehr? Was sagst du? Also, wir brauchen eine Berry Plantation. Die machen wir hier. Kommt's ran, Jungs. Schaffe, schaffe. Plantage bauen. Und dann machen wir noch eine Ranch. Wunderbar, ey. Machen wir so. Geht das? Jawohl. Ey, die sind so schnell, ne? Das ist unfassbar. So, wir wollen jetzt noch zwei weitere Pokémon. Die werden wir jetzt gezielt nämlich farmen. So. Palgear Workbench und Build Statue of Power. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Statue of Power, Palgear Workbench. Klopp. Ja. Schauen wir mal. Ich müsste eigentlich genug Wolle haben. Easy. Wir brauchen nämlich die zwei Pokémon, die automatisch das Essen anpflanzen und begießen vor allem. Dann haben wir da nämlich auch schon mal einen Vorteil. So. Machen wir ein bisschen auseinander. Da kommen sie. Da kommen sie, meine Arbeiter. So, und aus dem Job von einer Minute werden 10 Sekunden. Tatsächlich, die sind super, die Jungs. So, perfekt. So, die fragen sich, ja, Chef, was machen wir jetzt? Feierabend? Nein. Geht's weiter. Wir brauchen nämlich noch eine. Wir brauchen einen Götzen, ja. Und die Statue. Machen wir mal hier hin, weil die, da nimmt sie nicht so viel Platz weg. Los, Jungs. Ranklotzen. Kann ich mitwirken? Ja. Es wirkt vielleicht am Anfang nicht so, aber die. Die greifen alle. Okay, okay. Oh, shit. Kann ich? Kann man irgendwie. Ja, okay. Man kann crouchen. Ich dachte, ich habe mich zugebaut, ne? Hier können wir unsere eigenen Stats verbessern und auch die von unseren Paypals. Dann packen wir hier erstmal Base Upgrade und wir packen hier jetzt nämlich zwei Hühner. Wir müssen nur gucken, was Increased Lightning Attack. Das ist Quatsch, das wollen wir nicht. Brave ist auch egal. Das heißt Level 1, Level 2, Level 2. Einfach die beiden hier. So. Weil sowohl die Hühner als auch die Schafe werden uns nicht mehr. Also die Hühner machen uns Eier, die Schafe machen uns Wolle. Und die Roten tragen das ganze Zeug für uns in die Kiste. So, wir haben Hunger. Dann wird gesnackt. Und ich glaube. Die müssten eh gleich alle schlafen gehen, wenn es Nacht wird. So, was ist das nächste? Build Crusher, Stone Pit und Lodging. Ich glaube, dafür müssen wir Level 8 sein, wenn es mich nicht täuscht. Ah, ne. Lodging und Stone Pit ist auf. Oh. Baseballschläger, ganz wichtig. Und Crusher müssen mal Level 8 sein. Wir schauen mal. Also. Sobald ihr euch den Basie craften könnt, das ist der Meinungsverstärker 2.0. Also damit überzeugt ihr noch besser.
dass eure Pals zu euch kommen. Oh, shit. Shit. Ich... Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. My bad. Das war nicht mit Absicht, dass es hier keins gibt. Pals without a bed will get stressed. Vor allem die zwei Pinken schlafen miteinander. Das sind Schwestern. So. Entspannt. Dann haben wir das. Ist tatsächlich nur ein bisschen kacke, dass man die nicht... ich dachte, pro Block kann ich 4 Stück einfach so richtig schön nebeneinander machen. Aber dem ist nicht so. Ich glaube fast, weil auf normalen Boden wäre das gegangen, dass die super, super eng aneinander sind. Das ist so ein bisschen... Bisschen verkackt. So. Aber wir bauen jetzt erstmal unseren... Freundschaftswerkzeug weiter. Dann... Immer hier... die brauchen wir nicht. Mal den da rein. Roller brauchen wir gerade auch nicht. Und dann nächtigen wir mal. So, schön ausgeruht. Die Frage. Also ich habe gesagt, wir sind jetzt schon fast so weit, dass sie komplett selbstständig alles machen können. Das Einzige, was fehlt, ist quasi das Beet hier. Und da werden wir uns jetzt gezielt neue Pokémon holen. Und ich brauche mehr Pokébälle. Hätten nur 3. Ach scheiße, ich habe schon wieder kein Holz. Müsste aber ausreichen. Dann machen wir uns auf die Suche. Unten können wir uns einmal den nächsten Wegpunkt holen. Und das eine, den Gleiter, habe ich noch nicht mir hergestellt. Das wäre auch wichtig. Aber bevor wir jetzt wieder anfangen, Holz zu sammeln. Erstmal das Wasser-Pokémon und das, wie soll ich es nennen, Anpflanz-Pokémon. Werdet ihr aber gleich sehen. Und schon wieder etwas, was ich... Ah, okay, da sind sie. Ja. Die können uns nämlich ein paar Sachen pflanzen. So. Shit. Ich verspreche euch, wir haben ihn nicht getötet. Er ist einfach nur K.O. Er macht halt ein Schläfchen. Und wenn er sich wieder erholt hat und wieder wach ist, können wir versuchen, nochmal mit ihm zu sprechen, ob er nicht unserer Familie beitreten möchte. Bis dahin, aber weil wir ihn ja nicht kidnappen wollen, lassen wir ihn da erstmal liegen. Genau, grundsätzlich 11 Pokémon. Das haben wir auch noch nicht. Den nehmen wir mit. Shit, ich habe keine Stamina mehr. Und schönen guten Tag. Wollen Sie unserer Farm beitreten? 93% überzeugt. Hallo? Sagen. Dachte schon, er braucht vielleicht noch mal ein bisschen Überredungsbedarf.
Dann. Danach, die nächsten zwei Punkte, gehen wir tatsächlich auf Leben oder sogar drei. Mal schauen. Oh, chillig. Und da haben wir schon unser Wasser-Pokémon, was wir brauchen. Und da muss ich mal gucken. Oh, der ist leicht. Hm. 65. Komm, pick. Hoch. Jawohl, der möchte. Perfekt. Genau das, was sie gebraucht haben. Hm. Ja. Ich dachte mir schon, ich habe eine Kiste gesehen. Und eine tatsächlich. Das dicke Mammut. Ist aktuell noch ein bisschen zu stark für uns. Level 33er Pokémon. Den ignorieren wir jetzt erstmal. Und überall, wo man Wegpunkte findet, sehr, sehr wichtig. Weil wir uns dann auch entweder zu den anderen teleportieren können. Was wir jetzt tatsächlich auch machen. Ich habe hier nämlich zwei Kisten übersehen vorhin. Ich weiß gar nicht, ob der NPC noch irgendwas. Die ist müde. Und ich glaube, ja. Also außer das Anfangsholz kriegen wir von der nix. Wenn es mich nicht täuscht, war hier unten. Jawohl. Nehme ich ein bisschen Cash. Ja, aber bevor wir zurückgehen, erstmal die Taschen voll machen. Das ist halt das Coole, wenn man einmal ein bisschen weiß, was man braucht, dann macht man auch recht flott Fortschritte. Und selbst wenn man ein bisschen rumerkundet. Vieles ist selbsterklärend. Ja, und mit ein bisschen Nachlesen. Also ich glaube, den Survival Guide habe ich jetzt kein einziges Mal aufgemacht. Indem man die Quest verfolgt und einfach ein bisschen sich anguckt, okay, was können denn die Pokémon? Was kann ich bauen? Und dann sieht man einfach so peu à peu, wozu sie in der Lage sind. Ich nehme den auf jeden Fall noch mit. Meine Hoffnung ist ja ein bisschen, dass da am Wasser immer wieder das Palladium nachspawnt. Dass wir das eigentlich schon mal ignorieren können. Und ich hoffe wirklich, wenn das Spiel aus der Alpha raus ist, dass sie ein bisschen mehr mit Musik machen. Weil jetzt gerade, also wenn man, es gibt so ein paar Orte, dann gibt es so etwas Ambient Sound. Man hört jetzt auch hier ein bisschen Vögel zwitschern und so weiter, aber ja, coole leichte Musik irgendwie. Wird schon nochmal dem Ganzen irgendwie einen Schaden geben. Und glaube ich, werden wir auch gleich was anmachen nebenbei. Und das reicht, okay. Ja, das nächste ist, sobald ihr auch nur ein bisschen über eurem Gewichtslimit drüber seid, könnt ihr nicht mehr sprinten und ihr könnt auch nicht mehr springen. Was dann manche Stellen ein bisschen schwierig macht zu überwinden. So, Wolle haben wir auch hier drinnen.
Megasphere. An item that captures pulse when thrown. Its capability have been improved, allowing it to catch a wider range of pulse. Okay. Cool. Das haben wir einfach irgendwo gedrückt, glaube ich. Hm. So. Jetzt hätte ich gerne noch eine Kiste für... Jawohl, da kommen sie angerannt. Ich bin schon fertig, Jungs. Das geht, danke. Für so einen Shenanigans. Genau, das hier. Rot behalte ich. Deren Schlüssel, ja, lassen wir mal da. Das gibt ja nichts. Dann können wir mal gucken, wie wir das brauchen. Darkwood kommt hier hin. Machen wir Beeren rein. So. Crusher, Stone Pit, Lodging Site. Jetzt ist die Frage. Also wir nehmen auf jeden Fall ein Hühnchen raus. Und ich glaube einen von den Arbeitern. Den Hooligan. Die Schafe produzieren konstant Wolle. So. Und die zwei machen Essen. Wolle, Eier. Können alle drei werkeln. Der kann schleppen. Die zwei können schleppen. Der schleppt auch mit, werkelt auch mit. Perfekt. Der hier ist der einzige faule Hund. Schaut sich an. Er sorgt einfach nur dafür, dass das Saatgut... Wir haben ihn eigentlich nur eingestellt, dass er unser Feld besamt. Also. Diese Zunge anstellen, wa? Gut. Viel Spaß beim Besamen. Und wir haben einmal genau das Holz hacken. Und wenn die jetzt eh schon hier am Arbeiten sind, mal gucken, stelle ich es hin. Einmal. Und das Stone Pit. Ah, so. Die sind schon schnell, die Jungs. So, wenn wir auf Level 7 sind, können wir nämlich noch einen Arbeiter einstellen. Rusher muss ich noch mal Level abgehen und wir brauchen noch ein Bett. Für die gibt das. Ja. Nice, sieht nicht elegant aus. Warum kommt ihr jetzt ans Bett? Über das andere. Das Pit? Jawohl. Ab mit euch. So. Waiting. Watering, nicht waiting. Okay. Gebaut aber. Macht er dann gleich. Gut. Dann sehr gut auch, dass ich geguckt. Ja. Mhm. Und der geht jetzt baden. Alle sind am Arbeiten. Er macht sich einfach einen faulen Lenz. So, alles repariert. Das ist chillig. Das heißt, jetzt brauchen wir... er kann Erz abbauen. Was sehr, sehr entspannt ist. Wir bräuchten ein Pokémon, was Bäume abbauen kann. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welches es war. Das ist ein bisschen kacke. Oh ja, genau. Genau. Fallschirm machen wir auf jeden Fall. Klopfer. Weil damit, der hält zwar nicht lange, aber der zieht so arschviel Ausdauer. Der Fall schon. Aber
Wir sparen uns an manchen Stellen halt einfach den Umweg und können einfach direkt runtergehen. Und ich hoffe, wir finden nachher Require Kindling. Wir finden nachher ein anderes Pokémon. Es gibt noch eins, das kann zum Beispiel Essen für uns herstellen. Aber es kann außerdem nichts. Genauso wie derjenige, der quasi die Felder besamt. Außerdem besame nichts kann. Mensch, wie glücklich der da ist im Hintergrund. Ist da am Danzel. Hey, hab eine gute Arbeit gemacht. Jetzt helfe ich dir auch ein bisschen aus. Ist wieder happy. Ja, einer hast das gemacht. Okay. Gleiter haben wir auch. Merken wir uns ein bisschen Chili rein. Chili sage ich schon. Shish-Kebab. Okay, wir müssen 9 Pals noch fangen. Welcher konnte Bäume abbauen? Das ist die Frage. Dann brauche ich auch noch. Hoppala. Falsche. Ich würde jetzt mal sagen, wir craften um die 30 Pokémon oder so. 30 Pokémon, ja. Genau. Wir craften so um die 30 Pokébälle. Bogen bräuchte ich für die liegenden Pokémon. Machen wir aber ein bisschen später, weil ich glaube, die sind so Level 10, 11 um den Dreh rum. Jo, genau, mit der Faust. Und was auch ganz geil ist, man kriegt nicht nur Matt beim Aufbauen, sondern man macht auch relativ gute XP. Das ist nicht schlecht. Müsste passen. Noch ein bisschen Ambient Sound haben. Angucken muss. Ich weiß noch nicht ganz, mit was für Matz ich die Statue befüllen kann. Einerseits quasi meine Stats verbessert werden, aber auch die von den Pokémon, die ich dabei habe. Collect effigy and offer them to the statue of power to improve ability. Okay. Da haben wir die Frage schon beantwortet. Reparieren, reparieren.
Holz. Jetzt andersrum, uns fehlt Stein. So. Enhance. Ah, okay. Das hier brauchen wir irgendwelche Seelen. Und mit dem Dinger hier, Capture Power. Okay, jetzt brauchen wir nochmal 4 für die zweite. Gut. Das heißt, es wird verstärkt. Die Chance, ein Pokémon zu fangen, wird jetzt verstärkt. Ganz gut. So. Was wir jetzt bräuchten. Der Eber, der macht auf jeden Fall Bergbau. Baut zwar kein Holz ab, aber macht Bergbau. Der ist Level 9. Der ist Level 9, den kriegen wir, oder? What? Vor allem, wir haben ja... Wir haben unseren starken Pokéball. Shit. Ich hab nicht in Leben geskillt. Fuck. Okay, es kann sein, dass der uns jetzt ein bisschen den Arsch versohlt. Aber wenn wir sterben, passiert hier nichts. Wirst du unser Freund? Yo! Yo! Alles klar. Und wir laufen. Also, wenn man nicht kiten kann. Bin ein paar Level drüber. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Bogen. Ja, das nächste, was wir uns craften, ist definitiv ein Bogen. Aber ich glaube, so lange verfolgt er uns eh nicht. Oder? Nee, wir kommen nicht hoch. Okay, entspannt. Die können wir jetzt passiv ein bisschen regenerieren. Und Steine mitnehmen. Wir könnten zwar auch, ein wilder Gandhi spielt Pokémon. Survival-Pokémon. Und Pokémon hat mir gerade ordentlich meinen Arsch versohlt. Auf jeden Fall den Bogen. Wenn wir den Level 9er fangen wollen. Will ich ein Feuer-Pokémon noch? Macht eigentlich, glaube ich, keinen Sinn. Ich will jetzt, bevor es Nacht wird, will ich tatsächlich jetzt schauen, dass ich noch so viel Stein wie möglich mitnehme. Hausmeister, wie schaut es bei dir aus? Hast ja Animal Crossing Palia gespielt. Wie schaut es aus mit Palworld? Der Kasten und der Cav sind auch dabei. Mit dir wären wir zu viert, wenn du Bock hast. Nein, noch mehr. Ich glaube, jetzt fast kommen wir an einem Punkt an, wo meine Ausdauer ist gut. Meine Traglast ist gut, aber wenn ich voll bin, ist mein Abbau-Equipment geht kaputt. Muss TFT auf Master machen. Vor allem musst. Du willst. Aber wie läuft's? Kommst gut voran? Emerald bist ja schon, oder? So, es wird fleißig gehackt. Und ich glaube, der Hack-Sound ist tatsächlich ein bisschen laut bei euch. Oh, ein bisschen runter. Jetzt besser.
Ja, und die Waffe ist kaputt. Diamond 1, 91 LP. Warum war? Ist? Achso, na, scheiße. Aber geht's andersrum? 1, 2 und dann nach oben oder geht's von oben nach unten? Also ist in dem Fall jetzt 2 besser als 1? Einfach Knockout. So, Jungs, ich schon langsam schlafen. Dann haben wir das. Oh, 54. Das ist schon mal gut. Die Kiste hier hinten nervt mich, ne? Muss mal gucken, ob ich die irgendwie abbauen kann. So, dann... Essen haben die auf jeden Fall genug. Wir gehen auch gleich schlafen. Neun LP gebraucht für Master. Okay. Also du warst quasi davor und dann jetzt wieder gedroppt. Ach, scheiße. Kannst du mir mal sagen, das Gigaka vorhin und so, noch das Hacken, ist es zu laut? Oder geht's? Genau, und die Musik ist die dann dementsprechend zu leise. Ich dachte, ich hab den... Die Hackgeräusche und so, dachte ich, habe ich ein bisschen nach unten gesetzt. Ich weiß ja nur nicht, ob SE oder BGM quasi das Hacken ausmacht. Geht. Okay. Wenn es ein Ticken leiser geht, dann einfach Bescheid sagen. Oder leiser soll. So, wir müssen... Ich glaube, ich kann schon jetzt einen Crusher... Jawohl. Ah, Poison Bogen, Poison Arrow... Will ich eigentlich gar nicht. Eier. Ich glaube, der normale reicht nämlich komplett aus. Einfach nur irgendeinen Fernkampf hab. Und Holz werden wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen brauchen. Bei dem Elch könnte ich mir vorstellen, ich meine, er hat ein großes Geweih. Da könnte ich mir vorstellen, dass er damit vielleicht Bäume abbauen kann. Vielleicht. Sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Was wir brauchen jetzt ist aber einiges an. Ich glaube, ein Holz macht 3 Pfeile. Das heißt, wenn wir mal 100 Holz jetzt für Pfeile, also spezifisch für die Pfeile hinterlegen können, das ist ja ganz, ganz nice. Dann sind wir auf jeden Fall da gedeckt. So. Dann schauen wir doch mal.
das. Das. Nehme ich auch wieder ein bisschen Stein. Genau, damit wir das Ding upgraden können, brauche ich den Crusher. Was macht der Crusher genau? Facility for breaking down stone and wood to exchange them for other materials. Okay, also ist eigentlich ein Verarbeitungstool. Und wenn das hier abgebaut wird, dann können wir den doch. Einfach hier daneben hinstellen. Macht, finde ich, am meisten Sinn. Ja, Mensch. Was ist denn das auf einmal, wa? So, das heißt, wir haben genug Schlafplätze auch für den 7. Und wir haben den Futtertrog. Das Futter wird automatisch gemacht. Einabbau, Holzabbau. Okay, wir könnten... aus Stein könnten wir Palladium machen und aus Holz könnten wir Fiber machen. Verstehe. Dann erstmal Upgrade. Hotspring. Furnace müssen wir Level 10 sein, wenn es mich nicht täuscht. Und noch eine Plantage. So. Was fuck macht der? Harvesting. Okay, entspannt. Baue ich das Ding hier weg und mache da noch eine Plantage hin? Ja, das geht doch, oder? Wenn es da, wenn es hier ist. Ja, ist doch okay. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Dinger nämlich umbauen kann oder nicht. Aber für die erste Base. Doch in Ordnung. Gut. Plantage. Dann. Hotspring ist Level 9 und Furnace ist Level 10. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen leveln. Und hier haben wir... So, was kann der? Der kann gathern, aber ansonsten eigentlich nicht wirklich viel. Der macht auch Gathering und Abbau. Ich glaube, die hier machen am meisten Sinn. Genau, Betten passen. Und was ich jetzt vorsorglich schon mal mache. Natürlich. Ich weiß, es sieht jetzt nicht blendend aus, aber dann habe ich nämlich Platz, ja, um nämlich genau hier nochmal eins hinzumachen. So, das ist für die nächsten zwei Upgrades und die werden auf jeden Fall dauern. Dann, das ist schon mal genug. Genau, Bogen und Pfeile brauchen wir. Fein, alles klar. Wooden Living Room Furniture, brauchen wir alles nicht. Eng Trap. Ja, ob uns das Ding tatsächlich Pokémon einfängt, wenn ich die jetzt irgendwo hier am Rand platziere.
weiß es nicht. Wir snacken uns erstmal noch mal was rein. Beeren. Ach, die packe ich hier auch. Okay, das ist egal. Und Saatgut. Hier. Nehmen wir tatsächlich mal damit rein. Maler Bogen. Super. Wir brauchen, also es macht 3 pro Ding, ne? 100. Ja, ich glaube, das soll mal 300 Pfeile machen. Oder? Ja. Doch. Soll mal 300 Pfeile machen. Das soll für den Anfang mal reichen. Bis die Pfeile nämlich hergestellt werden, sammle ich weiter Mats. Ein bisschen auf die Fische ziehen, weil wir werden auf jeden Fall noch einen Haufen Materialien auch brauchen für die nächsten Gebäude, wollte ich schon sagen. Für die nächsten Sachen, die wir bauen müssen. Ich glaube jetzt ein Run Holz, ein Run Steine sollte ausreichen. Haben wir auch genug Pfeile fertig, dann können wir ein bisschen jagen gehen. Auch einen neuen Pokémon für die Quest. Und grundsätzlich ein paar mehr einfach für unser Lager. Ich auch gleich in den Stats mal schauen können. Stamina regeneriert. Wir haben hier Work Speed, Effect Efficiency of Working on Various Tasks at Base. At Base, Damage Dealt Increase is Attack Power Increase. Jetzt weiß ich nicht, ist es auch der Schaden, den wir zum Beispiel hier an dem Ganzen machen? Müsste an sich sein. Weil die nächste Spitzhacke und die nächste Axt, die wir brauchen. Will ich mal gucken. Ich glaube nämlich, die ist deutlich... Ja, okay, die ist mit Level 11. Das ist jetzt nicht... Dann brauchen wir... Eisenerz. Dafür gibt es wahrscheinlich dann die das Hot Furnace. Kann sein, dass wir da Eisen schmelzen können. Und während wir die Pokémon gleich fangen, können wir schon mal zu dem Turm gehen, der in unserer Quest erwähnt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es da hinten der leuchtende Turm. Weil wir da noch gucken können, vor allem da steht, make sure your parts and equipment are in top condition. Da ist so ein bisschen die Frage, welches Level die Gegner haben. What the fuck? Wann hat denn der Telekinese gelernt? Leckt sich da die Bären rein?
Gut. Ja, vor allem hier vom Erz haben wir auch super viel. Ersten. Und wir können uns auch irgendwie... Ah. Genau, von hier können wir nämlich Fast Travel machen. Dann... 7 Pokebälle. Hm. Reicht uns das aus? Wo? Arriva fightet gegen einen der Elche. Scheiße, der Elche ist aber Level 11. Machen wir gleich mit. What the? Geht. Geht. Wenn man schwächer ist, einfach schön kiten. Ah, einer noch, oder? Bleib drin. Du Elf. Bleib drin. Herzinfarkt. Ach du heilige Scheiße, hat der mich gerade umgefistet. Ich hab mich so erschrocken. Ey, auf einmal fliegen wir da in den... Ach du Scheiße, ey. Okay. Vielleicht mache ich mir noch eine zweite Workbench. Scheiße. Okay. Gut. Herz kurz in die Hose gerutscht. Klar. Ich, warum ist jetzt keiner von denen drüben und macht mir meine Pfeile? Warum arbeitet hier niemand dran? Der eine gießt, der andere macht irgendwelche Eier. Ja, jetzt. Warte, warte, warte. Bleib da und arbeite. Hier kann ich nämlich Stoff herstellen. Holy fuck, wie viel Wolle wir haben. Ich glaube, ich brauche nur eins, damit ich... Das, ja. Okay. Dann... Kurz das Brödel reingesnackt. Der macht weiter Wolle. Das passt. Wie viele Pfeile habe ich? Ja gut, ein bisschen was. Ist der schon wieder weg? Ah, der snackt gerade. Kurze Essenspause. Für einen guten Mann. Mal kurz schauen, wie schnell sind wir, wenn wir es zu zweit machen. Ja. Müssen wir das kurz abwarten. Aber
dass er uns so bastelt, ey. So, jetzt haben wir wieder genug. Also, die Cheese-Taktik hat eigentlich funktioniert. Ich hätte echt nur nicht gedacht, dass der andere Elch da um die Ecke kommt. Oh Mann. Chicken. Ich hab's auch so eingestellt. Nice. Den haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, schlimm. Das ist ein Pokéball. Aber einfach gesidestepped worden. So. Bären wiegen ja nichts. Deswegen die nehmen wir mal mit. Jetzt erstmal einen Ticket auf Erkundungstour und nehmen nur neue Pokémon mit. Die haben wir. Oxbug haben wir gerade. Hähnchen haben wir auch schon. Neuer NPC. Ich verstehe noch nicht, warum sie die Kamera so weit rein und nach unten machen. Na gut. So. Auch noch drei Statuen. Den Pinguin haben wir, der bewässert gerade unser Zeug. Gehen wir doch weiter. So. Mein Wissensstand hört jetzt quasi auf, sobald wir hier durchgehen. Nidwing können wir vergessen, weil der one-shottet mich, wenn er mich trifft. Und hier müssten irgendwo auch noch Elektro-Pokémon sein, aber das war's dann auch. Ich möchte mal wissen, ganz oben haben wir einen Teleporter. Da leuchtet irgendwas. Was ich wissen möchte, ob da in der Nähe nämlich irgendein Porter ist, außer oben auf dem Turm. Weil wenn wir später eh dorthin müssen, um den Boss zu bekämpfen. Wir werden wahrscheinlich Pokémon brauchen, die angreifen können. Ja, chillig. Ich hab's gewusst. Da ist unsere Baseball-Keule. Dodged. Sei unser Freund. Ja. Rein mit dir. Komm. Ah, da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Ich zeige euch jetzt mal was Cooles. Das ist ein Bandit. Das ist noch ein Pokéball. Die Banditen wollen die Pokémon, die wollen denen nicht helfen. Können die nämlich gleich fangen. Shit.
Also an sich kann man die Banditen fangen und dann könnt ihr sie verkaufen. Warte mal. Sind die da ein Pokémon? Nein. Oh, bitte sag mir nicht, dass wir... Okay, wir haben ihn... Release the cold air stored in its body when under attack. Okay, wir haben ihn einfach so bekommen. Ich wollte schon sagen, bitte sag mir jetzt nicht, dass wir den Armen einen über den Latz hauen müssen, während wir ihn befreit haben. Aber das ist geil. Ich wusste gar nicht, dass es sowas im Banditenlager gibt. Cool. Können wir uns gleich anschauen in der Base, was das Pokémon kann. Genau, den Teleporter nehmen wir gleich. Wir haben ein Level Up bekommen dadurch, was auch ganz chillig ist. Und am Schlafen, die lassen wir in Ruhe. Und wir haben einen Quick Travel. Und. Gehen wir wieder zurück. So. Den kleinen hier haben wir bekommen. Der kann. Also sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Cooling. Und Work Slave. Nice. Working Speed plus 30%. Alter. Warum muss das... Ja, muss das klar heißen. Aber ganz, ganz nice. Der Pfeile, für dich. Hätte nicht gedacht. Tatsächlich, dass uns die... uns die Banditen jetzt so viel XP geben. Das. Munition. Das können wir rein. Die Beeren. Ja. Man sieht jetzt auch, die stellen deutlich mehr her, als sie verbrauchen. Genau, dann haben wir Wolle. Rohrstücke und die. Weil bis wir tatsächlich Schusswaffen haben, das wird dauern. Dann kommt man hier rein. Okay. Das heißt, Rüstung eigentlich kurz bevor sie kaputt ist, sollte man reparieren, weil es kostet immer einen Stoff. Das macht keinen Sinn. Was kann man hier noch? Kann ich immer nur 10 machen? Ah ne, ich kann jetzt nur 10 machen, weil ich nur 10 habe. Na, mach mal. Was ist das? Warte. Pokémon! Angriff! Eigentlich sind es ja keine Kampf-Pokémon, die wir haben. Warum haben die auf einmal so viel Schaden gemacht? Holy fuck, ich wollte doch eins von denen fangen. Okay, ich kann sie. Warf mir die Leichen hier weg aus dem Haus. Ich meine, die sind ja keine Leichen, die sind nur K.O. Okay, da ist noch eins. So, weg mit dir. F15, alles klar.
Okay, das sieht schon mal gut aus. Ja, easy. So, was sagt unser Pokédex? Darkness Gathering Transport. Okay. Ah, Venom Gland. Okay. Und den kriegt man vielleicht für die Poison Arrows. Giftungspfeile. So. Weisen Level 7. Einfach mal gerade meine Pokémon von da hinten an. Hört doch auf! Fuck, das Falsche. Ah. Oha, das hat geklappt. Alles klar, Jungs. Danke. Aber chill doch mal. Bitte, geht doch wieder arbeiten. Ja, fuck. So, dann schauen wir uns doch gleich mal an, was das kann. Ah, und wir brauchen Pokébälle. Wir hören damit kurz auf. Boah. 32. Gibt mehr. Ja. 21. Okay. Und 30 Pokébälle. Okay, der kann nur Gathering, also ist eigentlich auch Schmutz. While in Team Increase Attack Power of Dark. Okay. Dark Ball Air Cannon. Gut, aber das sind quasi so Angriffs-Pokémon. Der wahrscheinlich auch. Geil. Aber ich kann nur einen gleichzeitig draußen haben, so wie ich es verstanden habe. Mach die mal kurz weg. Die nehme ich mal mit. Weil. Die macht. Hier, 138. Das macht 40. Oh, der macht 155. Auch 40. While in Team Increase Attack Power of Dark. Jetzt ist die Frage, ist der Increase quasi schon drinnen? So oder so. 72 Defense. 91 Defense. Die Eule ist auf jeden Fall stärkste gerade. Dann nehmen wir die. So, jetzt. Jetzt hat das Stündlein geschlagen. Von dem Venom mit rein. Sag's euch. Hot Spring. Handbag. Also sign to it will watch for approaching enemies. Okay. Ich glaube, solche Dinge, das ist mehr relevant für. Hallauf. Deadrim. Deadrim is in your team. Will stay by your side and attack enemies in tandem. Okay. Der andere macht noch nichts. Okay. Dann, Jungs, Mädels, es gibt Fit. Ballfluid. Boah, jetzt Teufel kriege ich das. Hier. Body fluid taken from Paul useful for its eye. Ah. Oh,
Body Fluid. Das ist die Frage, kriege ich das während sie... 1x3, einmal raus mit dir. Das ist eine Leiche. Er greift aber nicht random an. Okay, macht er nicht, ne. Gewundert, dass so viele neue Pokémon direkt um meine Base herum waren. Jetzt hier aber zum Beispiel irgendwie nicht mehr. Und einfach die alten. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen auf Leben gehen. King of the Forest. Ich frage mich echt, wann wir den... Ah, nicht Trottel. Ja, ich habe 2 Pokébälle. Schauen wir mal, ob wir einen Elch finden. Falls nicht, hole ich mir kurz meine Pokébälle ab. Und erst dann... Vor allem, ich habe jetzt unten eine Anzeige Dark Knowledge. Uns auch abholen. Dark Knowledge, aber absolut keine Ahnung, was es macht. Irgendwie. Mal. Er kommt mit. Geht das? Packen ihn doch wieder ein. Und neues Pokémon. Der Elefant. Neues. So, weil es ein kleiner blauer ist. Lass mich raten. Der kann Wasser. Watering. Der andere kann. Ja, der Pinguin kann deutlich mehr. Okay. Da ist er. Komm raus. Bulbasaur. Ihn jetzt einen Elch fangen. Bevor wir den Elch fangen, das ist nämlich auch ein neues. Wenn sie sich so gar nicht wehren. Oha. Komm. Ich. Ja. What the? Das ist, ich glaube, das ist mein letzter. Komm. Okay. Jesus. Was sagt unser PayPal? Deck. Yo, Lumbering, als hätte ich es gewusst. Die Kleine kann uns an uns was beim Abbauen helfen. Muss ich mal kurz gucken. Genau, einmal den Ball wechseln, ja. Ihn einmal raus. Wow.
Oh, wir haben ihn. Ja. Ich dachte, wir haben ihn. Billig. High ground, bitch. Jetzt zurück. Du darfst nicht mehr angreifen. Ja! Easy! Easy! Okay. Auf jeden Fall ein Horn bekommen. Natürlich. Wo ist der Elch? Da ist er. Lumbering Level 2. Ich wusste es. Ich wusste es. Geil. Plus wir können ihn reiten. Also ich brauche ihn einmal. Genau. Oh, die kann aber alles. Medicine Production. What the fuck? Drops. Hat aber Lumbering Level 1. What the fuck ist das? Wir haben noch einen, oder? Ja, wir haben noch einen. Ja. Oh shit, es. It's Half-Life. Kann ich es damit füttern? Fuck, heilt sich dadurch nicht. Yo, schaffen wir das? Es ist ein Boss. 1170 Leben. Wie viel hat so ein normales Pet? Shit, weiß ich nicht. Sieht man das? Können wir ganz kurz einen Test machen. 300. Ja, okay, ich mache aber mache auch mal 300 mit einem Hit. Und dann macht er auch noch mal ein bisschen Schaden. Gehen wir doch hin, oder? Chili, bleib stehen. Jo, ich mach 20 Schaden. High ground. Oha! Digga, komm zurück. Yo! Warte mal, wir haben doch andere Pokémon. Wir haben andere Pokémon. Yo, komm zurück. Wir laufen. Holy fuck. Yo! Ja! Alles klar. Chili ist zwar Level 11. Ah, sie hat uns gerade gezeigt, okay. Junge, mit mir nicht. Nicht mit mir. Okay, die zwei. Komm mal dahin. So, ich glaube, Eier brauche ich jetzt vorerst mal nicht. Wir tauschen mit dem Elch. Und der kann nämlich Holz hacken. Der kann alles. Wolle. Wir brauchen Furnace. Ah ja, Hot Spring habe ich noch nicht. Ah, scheiße. Fluid brauche ich, ne? Ja. So, jetzt können wir es reparieren. Oh. Jawohl, hack den Baum. Ich glaube, genau, hier habe ich das Food. Den Horn kann ich mit rein tun. Aber wenn die hier jetzt. Warte mal. Wir machen es andersrum. Aber wenn die hier jetzt die Steine die ganze Zeit reinpacken und das Holz, was die abbauen. Mach mal so. Italio. Nee. Bewegen. Dann machen wir das so. Holz, ein, das, Fiber, Wolle.
Erz und die andere Wolle. Das dann auch. Oh. So. So macht es am meisten Sinn. Dann. Was haben wir hier? Das Saatgut. Leder. Immer zur Wolle. Ich darf nur ein bisschen eine. Irgendwo eine Ordnung drinnen haben. Das droppt auch von Mobs. Fleisch. Haben wir uns jetzt mal kurz ein Steak. Ja, wild. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir den Elch auf jeden Fall schon mal gefangen haben. Hm. Ganz geil. Hm. Oh. Dann Technologie. Hm. Cool. Ah, boah, erst mit Level 12 können wir den Elch tatsächlich auch reiten. Rubber Gloves for Handling. Okay. Partner Skill. Pistol. Well. Oh, Ice Grenades. Oh, das ist cool. Submachine Gun made especially for Live Monk. Wir haben das kleine Ding auf unserem Kopf. Und die schießt von unserem Kopf aus mit einer Submaschine. Holy fuck. Okay. Level 11 ist auf jeden Fall das Ziel. Weil die hockt gerade einfach so im Lager, glaube ich. Das ist wurscht. Das brauchen wir alles nicht. So, 34 Pokébälle, das ist schon mal gut. Essen, ja, reicht erstmal. 70, 52. Ja, easy. 50 Pfeile. Das ist vielleicht was, wo wir noch aufstocken könnten. Mal so. Bin gespannt, irgendwann jetzt wird Nacht. Da kann ich nämlich ganz kurz piebeln gehen. Und vielleicht ist es dann so spät, dass wir waffen gehen können. Und dann machen wir quasi morgen weiter. Aha. Upset and went to bed. Upset and went to bed. Warum? Warum ist er sauer? Elch vielleicht Fleisch fressen?
Hallo? Das ist diese Kiste hier, ne? Ich habe kein Fleisch. Kann ich die Kiste irgendwie verschieben? So. Eine Axt da. Never fucking mind. Aber es macht keinen Sinn. Oh, ich hatte recht. Bin auf jeden Fall gelangt. Er ist immer noch upset. Ja, was soll ich denn machen? Ah, scheiße, ich habe nicht auf die passiven Werte geguckt, ne? Okay, hat er nicht. Geht das? Ja. Okay, dann tauschen wir jetzt erstmal einfach aus. Vielleicht hat sich keine Ahnung, warum der nicht zufrieden ist. Aber das ist wild. Die beiden machen halt, die hasseln richtig rein, ne? Frage ist, ne? Habe ich schon so viel Essen für die Tiere? Und die produzieren mehr, als sie tatsächlich verbrauchen, ob ich die beiden hier nicht austausche gegen Arbeiter. Zum Beispiel der Elch und noch irgendjemand, der mir Erz abbauen kann. Furnace. Wir müssen... Ich port mich mal wieder. Weil ich glaube, das Schlauste, was wir jetzt machen können, ist noch weiter neue Pokémon zu sammeln. Weil ich sag die ganze Pokémon. Freunde. Ich glaube, damit kommen wir jetzt tatsächlich am meisten... Oh, shit. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe die Pokémon nicht wieder in mein Team reingesteckt. So. Sind sie wieder genesen? Der hat 176 Attacke und 1000 Leben. Ist das... Herd of Man Eating Wild... What the fuck? Warte. Herd of Man Eating Wild Pulse is invading the base. Da sind sie, die Hunde. Naja, erstmal. Jo, der Elch. Yo! Die Fläche nimmt. Okay. Komm zurück, du musst nicht arbeiten. Easy, Mann! Ich bin auch vergiftet. Wild. Okay. Heißt, auch so können die uns irgendwie angreifen. Ich glaube, wenn man sich hinlegt. Regeneriert sich das Leben nämlich schneller. Und der Tag vergeht aber trotzdem gleich langsam, das ist schon mal gut.
Warum zeigt mir mal an, dass mein Elch am Arbeiten ist? Wahnsinn. Ach, scheiße, habe ich das dann doch schon gegessen? Gut. Aber ich glaube, der Elch hat echt ordentlichen Damage gemacht. So. Wir haben jetzt die Pokémon equipped. Schaden machen. Feuern. Mehr Bögen. Unsere Gear, ja, muss nicht repariert werden. Was? Und dann gucken wir noch mal weiter. So, eine Stunde gezockt auf dem Server, aber ich mache erst morgen wieder weiter. Und was sagst du so von der ersten Stunde? Dein erster Eindruck, wie taugt es dir? Ich muss schon sagen, also wenn die vor allem, es soll ja irgendwie über 90 verschiedene Pokémon geben. Warte. Keine Ahnung, warum deswegen mein Ding irgendwie rumspackt. Ist chillig das Game. Survival und so weiter ist ja genau mein Ding. Sehr, sehr nice. Join Boss Battle. Ah, okay. Das machen wir definitiv noch nicht. Brauchen wir besseres Gear. Ja, cool. Aber freut mich, dass es dir gefällt. Ja, also ich werde es auch definitiv noch eine Weile zocken. Muss mal gucken, also morgen, übermorgen wieder ganz, ganz typisch von Liberty weiter. Aber ich glaube, sehr viel Offstream. Ist schon ein sehr, sehr entspanntes Game. Machen wir am besten zusammen. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, morgen, Vormittag, Mittag mit Freunden auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, ich quatsche mal mit den beiden. Dann gucken wir mal. Weil, vor allem wenn der Progress auf dem Server gespeichert ist, dann ist man auch nicht so auf eine Person angewiesen. Man kann immer wieder halt auf den Server drauf. What the? Ah, nein. Wir sind Level 7er. What the fuck? Oder Level 6 sogar. Ja, Feuer soll mal aufhören. Der läuft ja durchweg dann. Die 11 Euro reißen dir jetzt nichts raus. Okay, sehr gut. Ja, eben, das ist ja cool. Und vor allem, jeder, der ja quasi da mitbaut, du hast ja im Endeffekt auch was davon. Weil halt die ganzen Mats sind da, die höherstufigen Pokémon. Ich nenne sie jetzt einfach Pokémon. Kommen ja auch mit. Also das macht schon Sinn. Ah, da oben ist es. Ja, das Alpaka wollte ich nämlich. Und nochmal eben. Wow. Oho, alles klar, Alter. Ja. Zurück. Tut mir wirklich, es tut mir leid. Ich wollte, dass du Teil der Familie wirst, aber der Elch. Der hat irgendwie, weiß nicht. Der Elch ist ein bisschen auf Crack. Ich glaube, ich muss den anderen nicht. Der Elch macht viel zu viel Schaden. Den haben wir auch noch nicht. Das ist ein Affe. Ein grüner. Jo. So. Töte ihn nicht. Okay. Ja. Hat der mir den Pokéball?
Ja. Der kann mit dem Skill den Pokéball weghauen. What the fuck? Mein Foreman. Ah, shit, ich hab ihn nicht in der Party, ne? Geil. Okay, er kann Lumbering und ich glaube, er hat irgendwas mit Abbau. Als Passive. Das könnte ganz cool sein. Ja, und vor allem, je mehr du in deiner Base quasi hast, so an Arbeitern, die halt unterschiedliche Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel mit den Schlafplätzen, sie versorgen sich selber mit Essen und so, bauen mir als auch Holz und Stein ab. Ich brauche mich quasi darum nichts kümmern und kann die einfach machen lassen. Ist schon chillig. Und wenn viele davon auch mitarbeiten. Boss Level 13? Nope, brauchen wir nicht. Ja, und dass sie das Zeug in die Kisten räumen. Ja. Das ist tatsächlich echt gut. Nee, ist schon, also, vor allem man muss sagen, war anfangs ein bisschen kritisch, weil du siehst halt einfach immer nur diesen Content, der super weit vorne ist. Wo sie auf diesen riesen Raichus mit den Maschinengewehren sind oder die fliegen auf irgendwelchen krassen Pokémon und schießen mit Raketen irgendwie runter und so. Das war was, wo ich mir irgendwie ein bisschen unsicher war, weil es... Oh shit. Ich nicht wusste, okay, wird das geil sein, wird es nicht geil sein. Es ist eine Alpha. Wird sie flüssig laufen. Habe auch andere Alphas gespielt, die haben sich wie Schrott gespielt. Und, wir haben ein Ei gefunden. Aber ich bin sehr, sehr... What the fuck ist das? Ich bin sehr positiv überrascht. Sieht geil aus. Spielt sich gut. Also fühlt sich auch vom Spielgefühl her gut an. Das mit dem Pokémon ist extrem nass. Und, das... Zocken jetzt seit 2 Stunden. Wir haben das hier gesehen. Das ist die komplette Map. Also das ist... Ne? Das ist schon Wahnsinn, wie viel man hier hat. Jetzt schon krasser als Ark. Ich habe kaum aus Sekunde erstmal Baseboard. Ja, du kannst halt... Das ist halt das Ding. Du kannst halt super, super viel Zeit allein einfach in deiner Base verbringen. Aber, ja, du schaltest auch Dinge erst frei, wenn du zum Beispiel 10 von demselben Pokémon gefangen hast. So weiter. Können wir gleich mal gucken. Ich verkacke oft die Würfe von dem Pokéball. Ah, chill, ich brauche nur noch einen. Dann können wir mal gucken, was das tatsächlich bringt. Ich glaube, das wird mein erster sein, den ich auf, wo ich 10 Stück von gefangen habe. Ja, und dadurch, dass es halt so viel zu tun gibt. Und alleine hier. Immer komplett runtergehen. Erst mit Level 50 hat man die letzten Sachen zum Craften. Oh. Wir schauen uns, wir werden uns nicht vorspoilern. Und komplett gucken, was so die letzten Waffen sind. Ich hoffe nur tatsächlich später, dass man in den unterschiedlichen Gebieten tatsächlich auch unterschiedliche Pokémon-Arten hat. Weil jetzt ist noch so ein bisschen am Anfang so etwas gemischt. Hast ein bisschen Feuer, ein bisschen Wasser, Luft. Was ganz nice ist, aber ich würde mir dann wünschen. Und da ist einfach ein Schloss. Dass sie auch zonenspezifische Pokémon quasi haben.
Nach 10 bekommst du da keine EP mehr, soweit ich gelesen habe. Auf meinem Server habe ich auch Standard-Stats gelassen, damit man nicht zu schnell vorankommt und so weiter. Wie meinst du nach dem 10.? Nach dem 10. Level? Weil ich habe jetzt auch nichts geboostet oder so. Ich habe es auch alles komplett auf normal, nur dass man halt mit, ja, was geht, mit einem halbes. Einfach nur, dass man... Ja, warte mal, das snacken wir uns auch. Der hier hat nämlich Fernangriff. Nicht das Wut, ich will den Pokéball. Hier, komm zurück. Lass nicht mehr an. Komm, hier rein. Jawohl! Easy. Let's try. Ach, nach dem 10 identischen Fang meinst du? Okay. Ja gut, aber wenn du mal überlegst, 90 Pokémon, wenn du alle 90 10-mal fängst, bis du mal 900 Pokémon gefangen hast, glaube ich, dauert es eine Weile. Die haben wir auch noch nicht. Die Elefanten haben wir. Aber, die haben wir noch nicht. What the fuck? Das ist ein Level 3er. Warum mache ich dem keinen Schaden? Baller mit! Fuck. Komm zurück. Easy. Und Fluid bekommt, das ist auch mal geil. Scheinbar gibt es auch Züchten und so weiter, weil ich geschlossen. Ja, genau, also ich habe doch jetzt genau hier das Ei. Du kannst auf jeden Fall damit mit einem Inkubator arbeiten. Wo ist denn der? Hier. Aber ich weiß dann nicht, woher du diese Ancient Technology Punkte herkriegst. Auch nochmal so ein bisschen. It can be used as a glider. Wir können das Pokémon als Glider benutzen. Wie geil ist das denn? Aber ob der so Sinn macht im Team, das weiß ich noch nicht. Das hier könnte wild sein. Mit dem Feuer, mit dem Flammenwerfer. Natürlich. Furnace. Brauchen wir. Reshot Bow. Den lernen wir auf jeden Fall auch. Das ist geil. Feather Headband somehow protects its wearer from lethal head injuries. Okay. Nehmen wir. Das brauchen wir noch nicht. Level 11. Also heute wäre das Ziel tatsächlich Level 11 wegen den besseren Sachen zum Abbauen und ich will die Gatling Gun auf dem Kopf haben. Das ist, da müssen wir auf jeden Fall hin. Und ich glaube, hiermit können wir jetzt auch Stahl herstellen. Wie viele Pokebälle? Ah ja, 26 Pokebälle. Easy. Stehen. Scheiße. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man dann reinkrittet. Weil wenn ich jetzt den Dreischussbogen habe. Ja. Ja, ich habe ihn getötet. Warum leuchtet das so? Warum blinkt's? Leder, natürlich. Ja.
glaube nämlich von denen brauchen wir auch noch ein paar. Also Ziel wird es jetzt am Anfang natürlich sein, alle erstmal 10 mal zu kriegen, ne? Gatling Gun Time. So. Wooden Gate. High Quality Workbench. Ich meine, okay, die Dinger brauchen wir jetzt eh. Das ist so unser Anfangsziel. Activate its partner skill and Jolthog Chris will throw ice grenades. Okay, aber Partner Skill können wir eh nur einen haben. Belassen wir es mal bei dem hier. Ja, aber ich kann eh nicht mehrere gleichzeitig draußen haben. Gut. Wo sind wir denn? Gibt's auf jeden Fall noch einen Porter. Leder. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, welche von denen tatsächlich Leder geben. Vielleicht Dungeons und so weiter. Ja, auf die Dungeons bin ich tatsächlich auch noch mal gespannt. Die eine ist scheint auch gar nicht so hoch zu sein, aber ich glaube, man muss halt schon mit einem gut angepassten Arsenal an Pokémon reingehen. Weil manche Gegner hauen halt schon echt verdammt gut rein. Können wir auch langsam ein bisschen was an Cash. Den brauchen wir noch. Weil einen brauche ich als Reittier. Ja. Komm. Fang deinen Bruder jetzt ein. Holy fuck. Warte, komm mal zurück. Yo, macht der Damage. Okay, komm, tick dreimal. 1, 2, easy. Gut. Auch noch einen zweiten. Ey, der Elch macht Schaden. Das ist ja abartig. Also ich würde sagen, ich habe zweimal den Elch, dann habe ich den Vogel, der ist ja auch relativ hoch. Mit denen könnten wir fast, glaube ich, in den Turm rein. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich schaffen. Ja, alles klar. Dreimal draufgehauen und schon wieder hungrig. So, weil dann können wir... Ich hoffe mal, einer von denen wird sich dem Schmelzen annehmen. So, Max. Ah, requires Kindling. Okay, nehme eins von den Schafen raus. Würde ich mal sagen. Genau, Lumbering, Watering. Wasser brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen den Pinguin raus. So, jetzt müssen wir gucken. Kann außer den Feuerdingern, glaube tatsächlich nicht. Nee. Also nur die da. Dies Earth Attack, das ist egal. Suntan Lover Decrease Incoming Fire Damage. Eigentlich wurscht, ne? Schauen wir mal den. So.
Und der müsste... Ja, natürlich. Okay, entspannt. Der macht uns das. Dann... Ein Furnace, Hot Spring. Okay, wir müssen ein Wasser-Pokémon brauchen wir. Jetzt holen wir uns doch schnell. Ist Chili ein Wasser-Pokémon? Ich glaube fast ja. Ah, ich habe nicht auf meine Damage-Pokémons umgewechselt. Jo, aber egal. Da ist schon eins. Bleib hier. Und? Jawohl. Nein. Ein Bisasam. Oh mein Gott, wir machen gar keinen Schaden. Oh, fuck. Was ist? Also, es sieht... Ich dachte zuerst, es sieht aus wie ein Bisasam, aber es sieht aus wie eine Mischung aus Elch, Hase... Nein, komm zurück, komm zurück. Jo, ich bin auf Half-Life. Natürlich. Ability. Das macht was? Hier. Painting Level 2. Sieht auch ganz cute aus. Und wenn es ein hohes Level hat, ich weiß nicht, ob ich es als Damage-Pokémon mitnehmen kann. Aber, bevor wir in die Dungeon gehen, würde ich sagen, machen wir Chili. Den World Boss. So, der hat ein bisschen auf den Sack bekommen. Den packt mal rein, den packt mal rein. Und... Wir müssen eh gleich nochmal gucken. Schön. Okay, das... okay, das ist schon cool. Okay, deswegen braucht man ihn quasi. Dann Caprating Meat. Weiß, wenn ich jetzt hier mir was koche. Kommt der rüber? Nee, gell? Nee. Der macht seine Hauptarbeit, das ist schon mal gut. So, wir können auf jeden Fall upgraden. Also die Base. Vielleicht gibt es da auch nochmal ein bisschen XP. Dann haben wir den Hot Spring. Die neue Axt. Und Hot Spring machen wir hier irgendwo hin. Beim Schlafplatz direkt zum Chillen. Da sind sie motiviert. Da hassen sie jetzt gleich rein. Gehen. Is like upset and not willing to do any tasks. Aber warum? Bruder. Ja, okay. Ich meine, wenn er unmotiviert ist. Sleeping.
Das hat, ja, okay. Vielleicht motiviert ihn jetzt das, der Hot Spring. Das ist schon mal gut. Er snackt sich. Okay, okay, okay. Aber dann haben wir das. Das heißt, ich kann jetzt noch mal einen mehr rein tun. Watering brauchen wir an sich nicht. Eier eigentlich auch nicht. Die will ich als Kampf-Pokémon haben, genau wie ihn, glaube ich. Er macht Planting und er macht Lumbering. Aber da habe ich auch schon einen. Und den... Warte mal, die macht auch Planting. Und er auch. Ja, okay, dann kann ich ja doch einen nehmen, der Watering macht. Dann nehmen wir einen der Pinguine. Am besten den hier, okay. Jetzt haben wir alles abgedeckt. Feuer. Essen generieren. Bewässern. Das sind alles Arbeiter und die machen Bergbau. Die zwei, die Essen machen, machen auch die Holzfällerkacke. Chillig. Und die zwei produzieren nebenbei Wolle. Was an sich auch ganz gut ist. Gut. Ich glaube, wir sind tatsächlich vernünftig aufgestellt. So, jetzt ein Dreischussbogen. Einmal damit ich stärker werde. Boah, 50 Holz. Holy fuck. So, komm, hustle mal ran. Dann Meat Cleaver, Knife for Butchering. What the fuck? The pet command becomes... When equipped, the pet command becomes Butcher. Butchered Pulse will not return. Okay. Machen wir vielleicht nicht. Medicine Workbench. Das hier müssen wir lernen. Okay, das ist schon mal cool. Wir können den Elch reiten. Vielleicht nicht schlecht. Wir werden ihn eher als Pet haben. Assault Rifle made especially for Tanze. Activate his partner skills and Tanze will enter Gunner Mode and begin shooting at nearby enemies. Sub Machine Gun oder Assault Rifle? Was ist jetzt besser? Brauchen gleich... Ne, der braucht mehr Mats. Feld Armor. Und wir bleiben erstmal bei ihr. Aber bei denen habe ich zweimal, ne? Ja komm, der eine Skillpunkt schadet nicht. Crossbow mit Level 13. Jesus. Jetzt habe ich auch schon den Dreischussbogen gecraftet. Oder fast. Nee, wir bleiben beim Bogen, weil ich habe super, super viele Pfeile. Und ich habe die Befürchtung, dass ich bei der Armbrust neue Pfeile brauche. Oder zumindest keine Pfeile, sondern irgendwelche Bolzen oder was auch immer. So. Dann, Reshot Bow. Nehmen wir den. 40. Ja, okay. Er schießt einmal, deswegen 65. Der schießt. It allows three arrows to be fired simultaneously. Okay, das heißt, wir sind eigentlich bei 120. Gut, das macht Sinn. Das ist gut. Dann, natürlich habe ich keine Pfeile mehr. Die muss man auch herstellen.
Loff. Aha. Also, wir brauchen die Assault Rifle. Bei ihn nehmen wir mit, ne? Die Frage ist, braucht der Munition dafür? Sehe ich gleich. Dann, genau, die Kopfbedeckung können wir uns machen. Ey, dass es jetzt schon nach 2,5 Stunden so tief reingeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, warum hörst du auf, an der Waffe zu schmieden? Hallo? Dann ist die Frage, brauche ich die bessere... Nee, eine bessere Workbench habe ich ja jetzt noch nicht. Wo mache ich mir die neue Ausrüstung? So, Kopfbedeckung haben wir. Noch mehr Defense, schon mal gut. Dann könnten ein Schild tragen. Schildrüstung, Accessories. Ich helfe dir mal. Dann bauen wir uns jetzt unser Kampfteam zusammen. Und schau mal, wie das so funktioniert. Gut. Statue. Wir brauchen die High Quality. Fuck. Okay, wir brauchen die High Quality Workbench. Und die Nägel brauchen wir Stahl. Immer, er produziert 2 pro Ding, das heißt, wir brauchen 5. Gut, dann sind wir fast good to go. Posten übertreibt man nicht. ich hab doch noch nicht viel gemacht. Hey, komm hier, komm her, komm her. Hallo? Die Nägel müssen doch gemacht werden. Ich habe ein Pokémon gefunden, was ich mir auf den Kopf setzen kann und er schießt dann mit einem Sturmgewehr. Gehen gleich schlafen. Könnte sein. Ein Eisen. Ich schau mal kurz, ob ich mich. Kann ich mich pendeln? Ja, geht. Okay. So. Muss hier weiter geschafft werden. Kommt's Nägel craften. Stunde 20. Achso. Bis ihr dann zusammenzockt. hast du eigentlich weitergemacht? Oder warst du in Throne and Liberty unterwegs? Mein Trinken sogar nicht aufmachen. Ach, gelesen. Sehr gut. Jetzt ein bisschen scheiße, dass man seinen Arbeitern nicht sagen kann, yo, priorisiert mal das. Ich meine, sie machen schon gut. Der eine baut den Baum ab, der andere baut Minenzeugs ab. Ich bräuchte der andere ist am Baden. Jawohl. Upset and not willing to do any task. Das war ja aber gestern doch auch. Aber auch nur am Baden. Und er ist... Ah, okay. Er lädt seine Zufriedenheit gerade auf im Wasser. Entspannt. Und geht jetzt Mining machen. Gut. Das heißt, unsere Pokémon lassen uns im Stich. Ja, es ist ihm aufgefallen.
Er kommt. Danke. Nachdem wir fast fertig waren. Aber vielen lieben Dank. Obwohl du... Warum seid ihr alle so unzufrieden? Ihr habt Bett. Ihr habt einen Swimmingpool. Ihr habt reichlich zu essen. Was wollt ihr denn noch von mir? Ich glaube, ich kann für die Pals kann ich gar nichts mehr craften. Sehr gut gemacht. Vielen lieben Dank für die Hilfe. Für die Assistance. So, wir brauchen die High Quality Workbench jetzt nämlich. Die packen wir einmal hier hin. Shit! Okay. Ich habe gerade nämlich gemerkt, ich habe sie verkehrt herum hingestellt. Ist da. Jungs! Nochmal. Abfahrt. Reingeknüppelt. Kommt der eine. Ja, gut. Danke, danke. Können Sie wieder weggehen. Also. Wir brauchen Leder, haben wir. Das heißt, wir brauchen hier unsere neue Ausrüstung. Komm's ran, junger Mann. Schaffe. Rüstung baue. Und will ich. Danke dir. So. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Nicht sehr geil. Warum hat der Schulter frei? Wen will er bezirzen? Also. Ja. Und Crop Top. Hi. Ich meine, wir haben 2024, ne? Dann ist halt so. Der Jäger mit Bauch frei. Wir können... Okay, noch brauche ich nicht essen. Das macht 80. Dann. Wir haben den Bogen. Wir haben die Gatling-Gang-Geschichte. Dann... was brauche ich denn noch? Medieval Workbench und dann könnten wir schon den nächsten Upgrade machen. Okay, Wood und Nail. Stimmt, ich brauche aber Pfeile. Pfeile haben wir nur noch 27. Und bevor wir in den nächsten Fight reingehen, wer von denen gibt mir nochmal den Abbau? Sometimes drops red berries from its back when assigned to ranch. Oh. Okay, natürlich. Will mercilessly fire an assault rifle at nearby enemies. Nice. Okay. Das heißt, den brauchen wir später auf dem Kopf. Improve Cutting Tree. Den brauchen wir. Ich habe auch nur einen von dem, oder? Ja. Okay. Mein Fehler. Der gibt mir noch gar nichts. While in Team increase attack power of neutral pals, sometimes drops wool when assigned to ranch. Okay. Und wir brauchen jetzt hauptsächlich Holz. Heißt, wir nehmen nochmal, glaube, geben auch nichts. Ja. Nehmen wir nochmal Gewicht, einfach. Ich habe doch noch 26.
glaube, wenn wir jetzt mit einer Ladung Holz wieder zurückkommen, können wir die Pfeile schon mal starten. Und dann, wenn wir die Pfeile haben, sind wir eigentlich ready. Mehr brauche ich nicht. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Welchen Boss? Turm wahrscheinlich nicht. Also zumindest heute nicht. Aber ich will Chile machen. Den Level 11er. Den würde ich gerne fangen. Wobei ich nicht weiß, ob man den mit den normalen Pokébällen fangen kann. Oder ob man da tatsächlich nicht die, die grünen braucht. Von denen habe ich keine mehr. Leider verschwendet. Stimmt. Was wir noch nicht gemacht haben ist, das ist mein Fehler. Die neue Axt und die neue Spitzhacke. Stimmt. Das fehlt ja noch. Warte mal. Hier. Metal Axe. Wir brauchen. Habe ich kein. Ich habe echt kein Ohr mehr. Es fehlt mir eins. Ich glaube, wir haben super viel Erz für die Waffe verbraucht. Das kann nämlich sein. Der kleine Mann ist gut in good condition. Komm rein. Ach, ich alleine könnte jetzt hier nichts machen. Weiß ich, brauche tatsächlich ein Pet, was das Ding hier. Ah, okay, verstehe. Wild. Das heißt, einmal für die Axt und einmal für die Spitzhacke brauchen wir auch nochmal 5. Für Holz habe ich genug. Wir machen zuerst die Spitzhacke. Metal Pickaxe. Erst die Spitzhacke. Weil wir dann. Ja, komm doch ran. Also mit seinen Bären beschäftigt. Und auf der anderen Seite hier kann man maximal Pfeile herstellen. Sehr gut. Doch, ran da. So viel zu tun. So wenig Mitarbeiter. Ja, ich glaube mit der Spitzhacke. Wir müssen nämlich jetzt das Erz erstmal fokussieren, priorisieren meine ich. Brauchen wir nicht mehr. Und dann hatten wir aber ein Pokémon, was mir der hat noch irgendeins, was mir den Abbau beschleunigt. Water the soothes wounds and restores the player's HP. Okay, cool. Nur zum Reiten, das ist Quatsch. Ah Mensch, welche war es denn von denen? Nee, den hatte ich eh nie equipped. Valentin increased attack power of Dark Falls. Assi? Ich hätte schwören können, dass es der Affe war, ne? Partner Skill. Ja, vielleicht, weil wir das jetzt den geswitcht.
weiß es nicht. Ist ja wurscht. Wir müssten jetzt mit der Metallspitzhacke müssten wir jetzt eh genug Schaden machen. Frage ist nur zusätzlich zum. Oh ja. Ja, okay, die Upgrades lohnen sich tatsächlich. Holy fuck. Level 17, den lassen wir in Ruhe. Da. Eisenerz. Wir dürfen uns nicht komplett voll machen, weil ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Holz für die Axt. So, wenn wir die beiden Sachen haben, können wir. Was fehlt mir denn noch? Ich glaube nichts mehr. Ausrüstung habe ich, Bogen habe ich, Kopfbedeckung habe ich. Die Waffe für das Gatling Gun Pokémon habe ich. Genau, wenn ich jetzt noch die Axt habe, dann habe ich auch meine. Perfekt. Habe ich meine Abbau-Werkzeuge verbessert. Das war's. Für die Upgrade von der Base brauchen wir nur noch diesen. Das Medizin-Ding, aber das ist eigentlich irrelevant. Jetzt erstmal am Anfang. So. Morgen kommt die neue Folge Solo-Leveling. Ja, sehr, sehr geil. Ich bin echt mal gespannt. Vor allem, da müsste es ja dann an sein Awakening gehen. Ich glaube, das wird aber eher eine chilligere Folge, weil da passiert, glaube ich, nicht mehr so viel. Die baut dann ein bisschen auf für den Rest. Einmal da rein. Dann, okay, 4 Stück müssen dann erstmal gecraftet sein. Habe ich aber genug auf jeden Fall dafür. Was? Hunger? Ich wollte schon sagen, dann ist doch. So. Der ist fleißig an den Pfeilen dran, sehr gut. So, und das können wir eh nicht beschleunigen, da müssen wir warten. 3 Stück. So. Was sagt die Technologie? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gatling Gun haben wir. Sattel ignoriere ich jetzt erstmal. Grappling Gun. Fast a hook that latches on the distant target, pulling the user's body towards the target. Okay, das ist ganz geil. Dann könnte man, müsste man nicht mehr klettern. Man kann sich einfach hochziehen. Wie meinst du, neu anzufangen? Jo, aber wenn wir neu anfangen, dann lass doch auf Asgards Server hingehen. Dann kann jeder von uns immer wieder rein und raus, ohne dass die anderen on sind. Ich sag mal, es wird ein Punkt kommen und der wird höchstwahrscheinlich Sonntagabend sein, dass wir unter der Woche alle irgendwie verteilt Zeit haben zum Zocken und dann unterschiedlich rein möchten. Und dann können wir auch da gleich einfach neu anfangen. Plus, wenn wir zu viert sind, ist der Progress halt dann auch dementsprechend schneller. Ja, das wird nicht passieren, Digga. Also. Dann würde ich ja einfach direkt auf dem Server starten. So, Metal Axe. Produce. Der macht. Wir quatschen gleich hier nochmal im Discord, wenn er on ist. Ey, ich würde jetzt sagen, was haben wir denn? Wir sind jetzt knapp über 3 Stunden. Ich mache auf jeden Fall den Boss noch.
Und das ist ein ganz, ganz gutes Ende für heute. Weil dann sind wir so bei knappen 3,5 Stunden. Und das YouTube-Video wird dann nicht zu lange. Genau, und dann machen wir noch den Bossfight. Mach ein kleines Resümee. Bis die hier jetzt am Craften sind. Ja. So, du kommst mit. Hilf mir. Bei der Bench hier. Hier. Okay. Kleines Resümee. Ja. Bislang. Keine Autorität. So sieht's aus. Die Pokémon machen, was sie wollen. Aber ich muss sagen, das Spiel ist erstaunlich geil. Der Crafting-Aspekt kommt gut zur Hand. Es ist nicht übertrieben erklärt, aber es ist leicht zugänglich. Man versteht sehr schnell, was muss ich für was machen. Ich finde, es ist übersichtlich. Es baut aufeinander auf. Jedes Pokémon hat seine Daseinsberechtigung. Ich dachte am Anfang, okay, der kann nur Feuer machen. Warum zum Teufel sollte ich den hier rauspacken? Das Ding kann nicht betrieben werden ohne dieses Pokémon. Es ist schon geil. Und ich glaube, jetzt klar, für den Anfang habe ich gesagt, komm, drauf geschissen. Aber wenn man sich ein krasses Haus aufbaut, vielleicht ein separates Haus für die Pokémon. Oder die Pals. Und die ganzen Kombis, die man hat, dass die auch manchmal abgefuckt sind von der Arbeit und einfach mal ein bisschen hier im Pool chillen möchten, ja. Die können sich selber versorgen. Sie produzieren einem die Materialien, die man braucht. Das Erkunden ist geil. Die Welt ist riesengroß. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise alles gesehen. Ja, also wirklich nicht mal ansatzweise. Kämpfen ist ganz geil, wenn man auf einmal ein starkes Pokémon-Team hat. fühlt sich's mächtig an. Das ist schon sehr, sehr cool. Was ist die Metallene? Okay, sie schimmert ein bisschen. Ja, und ich bin echt mal gespannt. Vor allem, wenn es, wir werden jetzt gleich beim Bossfight sehen. Wie das Pokémon auf unserem Kopf mit der Gatling Gun aussieht. Wir haben 13 Pokebälle. Ich würde mal sagen, das reicht aus, hoffentlich. Die packen wir alle wieder ein. So. Wir nehmen mit unsere definitiv stärksten. Den Level 11er. Den Level 9er. Der macht auch verdammt viel Schaden. Er ist Level 9. Ich habe hier auch einen 9er. Wir haben halt keine Dark. Ja genau. Ich brauche einen von dem. Ihn. Level 6, Level 7. Bottomless Stomach. Ah, lass mal den mal da. Der. Ah, hier. Mining Efficiency war das. Das war der. So, den nehmen wir auf jeden Fall wegen der Gatling Gun. So, und dann. Wir haben Level 11 Kativa. Die sind aber alle Coward. Punch Flurry, Air Cannon. Hat 1000 Leben. Er hat einen guten Attack-Wert. Ich glaube fast, wir nehmen ihn mit. Noch 159. 153. 107 Defense. 900 Leben. 1000 Leben. 121 Defense. Ja, wir nehmen den mit. So. Und dann sind wir, glaube ich,
Good to go. 81 Pfeile. 100 Pfeile. Ich glaube, wir sind soweit. So, wir müssen hier... ich glaube, hier sind wir schneller. So. Der Boss, der uns aufs Maul gegeben hat. Sein Arsch holen wir uns jetzt. Wir fangen an mit dem Kleinen. Okay, auf F können wir ihn mounten. Oder er uns. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze aussieht. So, wir müssen jetzt... Ah, vor allem, es wird Nacht. Nicht bedacht. Bin sehr, sehr gespannt. Oh nein. Nee, komm her. Er hat sich aus Versehen angerempelt. Chill. So. Wo ist der Drache? Es kann nämlich auch sein, dass er irgendwo rum... da ist er. Da ist er. Chili. I'm back. Back again. Shady's back. Tell your friends. So. Er schläft. Er wiegt sich. What the fuck? Warum? Chill doch. Warum greifst du den an? Das ist der, der ihn angekrempelt hat. Vorhin. Wir sind wegen Chili hier. Entspann dich. Ja. Jetzt. So. Hör auf mich. Aber ich dachte, er geht auf meinen Kopf drauf. So. Gatling Gun Action ist vorbei. Ihn zurück. Hallo. Juch. Jo, Mann, die Damage. So, wir wollen Chili aber nicht töten. Yo. Oder mussten wir Chili töten? Können wir ihn nicht fangen? Ich meine, es ist ganz gut. Wir haben Ancient Technology Point bekommen, weil ich wollte ihn doch fangen. No! Chili! Ancient Civilization Parts. Precious Pelt und Leder. Ah, vergleich das mal mit dem anderen Fight. So, es ist super dunkel. Wir müssen back. Oh. Wir nehmen, aber lass ihn noch kurz mit. Vergleich das mal mit dem ersten Kampf. Mit unserem ersten Pokémon. Gatling Gun oder die Assault Rifle fand ich jetzt nicht schlecht. Aber was zum Teufel? Assault Rifle made special for Tanze. Activate as part of Tanze will enter Gunner Mode. Aber Submachine Gun, activate its partner and Life Monk will ride on your head and fire at enemies. Shit. Das heißt, ich werde nochmal Mats grinden. Und das hier machen. Ich dachte, wenn, dass der ebenfalls auf meinem Kopf sitzt, aber gut. Er hat einfach so seine Gatling Gun rausgeholt. Aber geil. Der Elch. Der Elch macht so einen unnormalen Schaden den anderen. Das ist... super wild. Immer. Und vielleicht, ja. Bin sehr, sehr zufrieden. Und es ist sehr, sehr dunkel. Wir holen unseren Basie raus. Ihr wisst, was da abgeht. Da kriegen wir nochmal einen Punkt für unsere Statue. Aber okay, das heißt, die Bosse in der Welt draußen geben einen quasi
Richtig. Ja. Geben einen die Ressourcen, die man braucht für die speziellen Upgrades. Und wir werden uns den tatsächlich jetzt auch kurz bauen, wenn ich genug Materialien dafür habe. Weil wir unser Ei reinlegen können. Genau. Mit dem ersten Punkt werden wir den Brutkasten machen. Und dann schauen wir, was für ein Pokémon daraus kommt. Was sind. Ach, das sind die Eulen. So, natürlich. Der Mamorest one-shottet uns definitiv immer noch. Der Level 33er, der one-shottet wahrscheinlich auch jeden meiner meiner Pokémon. Nehmen wir. Jetzt lassen wir es kurz Tag werden, damit wir auch ein bisschen was sehen. Aber schön. Mit ein bisschen. Jo, Alter. Mit ein bisschen Progress. Jetzt. Ja. So. Wäre zu schwer. Zack, zack. Geil. So. Wir brauchen Nägel. Und als allererstes Egg-Inkubator. Wir brauchen Steine. Die holen wir uns schnell. Gar kein Problem. 18 Stück, das sind 2 Hits. Okay, vielleicht auch mehr. Machen wir den Bums mal ab. Passt. Ja, ich glaube. Und den nehmen wir mit. Eine. Warte. Ich geh mal kurz raus. Das rein, das rein. Warum passiert? Ah, stimmt. Ich habe ja das jetzt nochmal als neues. Hier wieder Wolle. So. Der Brutkasten. Wo ist er? Hier. Natürlich lernen wir den. Der Punge. Ein paar Bärchen reinstecken. So. Passt der? Und warum passt der nicht hier hin? Mensch, das ist doch einer von euch. Das? Ja, okay. Einer von uns! Einer von uns! So. Schön. Shit. Das Ei muss im Inventar sein. Wo ist es? Jo. Sagen, bitte sag mir nicht, dass die das Ei gefressen haben, aber das wäre ja schon ein bisschen komisch. Okay. Was ist das? Warte. Wo ist es? Hier ist es. Ah, schade, den haben wir doch schon. Nee, haben wir nicht. Wir haben Nightwing. Gale Claw. Macht nur Gathering. Den könnten wir mitnehmen, weil dann levelt er mit uns. Anstatt Nightwing. Sieht schon cool aus. Und vor allem
While in the team, can be summoned and used instead of a glider. Allows you to fire a gun while gliding with this pal. Also wenn wir später eine Waffe haben anstatt einen Bogen, können wir aus der Luft quasi gleiten und eine Gatling Gun benutzen. Geil. Sehr, sehr cool. Wir nehmen den kurz rein. Nehmen ihn raus. Das ist unser neuer Freund. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr zuguckt. Und ja, ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben mit Palworld. Definitiv mit Freunden zu empfehlen. Ich gehe nämlich jetzt auch auf Stream noch ein bisschen mit Freunden grinden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!